So, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Occupy, Räume des Protests. Der Anlass ist die Veröffentlichung des Buches von Peter Mörtenböck und Helge Moshammer im Bielefelder Transkript Verlag. Wir werden über dieses Buch heute sprechen und über die Perspektiven der Occupy-Bewegung und über globalen Widerstand. Das werden die Themen sein. Am Podium neben Teil ganz rechts Alexander Beck, Architekt und Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten, zum Beispiel an der Bauhaus-Universität in Weimar. Er war Teil von Occupy Documenta und konzipierte in Kassel das Projekt Occupy D13. Neben ihm Thomas Seibert, Philosoph und Aktivist in der interventionistischen Linken. Dann links neben mir Helge Moshammer und Peter Mörtenböck, die beide in Wien an der Technischen Universität arbeiten im Bereich Architektur und auch in London am Goldsmith College im Süden von London im Bereich der visuellen Kultur. Und ganz links Thomas Occupy, Aktivist, der schon vor 30 Jahren Aktivist war und seit letztem Jahr wieder aktiv ist und Mitglied von Occupy Frankfurt ist. Der Ablauf, den wir uns jetzt überlegt haben, ist, dass zunächst die beiden Autoren etwas über ihr Buch nochmal kurz vorstellen, dass wir dann über das Buch diskutieren und dann über Occupy im Weiteren. Dann übergebe ich Ihnen jetzt das Mikro. Ja, vielen Dank. Vielleicht soll ich zu Beginn auch sagen, dass der Zusammenhang mit Occupy und die Frage, warum wir uns auch mit Occupy beschäftigen, als ein zeitgenössisches Phänomen, als eine Protestbewegung, ist für uns selbst auch ein gewisses Anliegen, weil wir uns schon seit langer Zeit mit verschiedenen Fragen von Organisation beschäftigen, von kultureller Organisation, gesellschaftlicher Organisation. Und mit Organisation gemeint ist nicht eine vorhandene Institutionen, ein vorhandener Apparat, also es gibt zu beschreiben oder zu charakterisieren, sondern Organisationsformen, die uns interessieren, sind Prozesse, sind entstehende Strukturen, Gefüge in der Gesellschaft, die mit Veränderungen zu tun haben, die mit ideellen Veränderungen, Stimmungen in der Gesellschaft oder in der Kultur zu tun haben und die sich in verschiedene Geografien bewegen, sich verfestigen, kristallisieren und hier diese Machträume produzieren. Also Zusammenhang zwischen Machträumen, zwischen den Strukturen unseres Denkens und den Organisationsformen, in denen diese einzelnen Gefüge situiert sind, das ist das, was unser Prinzip hier interessiert. Der Zusammenhang mit Occupy wiederum ist etwas, das relativ einfach erklärt werden kann, weil wir das Gefühl hatten, dass mit Occupy im Jahr 2011 plötzlich ein Mechanismus entstanden war, da vieles von dem, was als ein Anliegen in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft vorhanden war, plötzlich zusammengetragen hat und an der Öffentlichkeit gespült hat. Wirklich buchstäblich, rasch und explosionsartig in der Öffentlichkeit getragen hat und hier etwas entstanden ist, wo sehr viele Leute das Gefühl hatten, die Einstellung hatten, dass hier ihre eigenen Anliegen, die höchst unterschiedlich sind, plötzlich artikulierbar geworden sind. Und das ist für uns auch etwas, das in unseren eigenen Recherchen wirklich ein entscheidender Punkt war, dass wir Schritt für Schritt erkannt hatten, wie vielfältig denn das ist, was sich als Occupy eigentlich herauskristallisiert hat, weil es gewisse Symbole, Erscheinungsformen, gewissen gemeinsamen Nenner letzten Endes erzeugt hat, aber jenseits dieser Gemeinsamkeit ist eine wahnsinnig große Vielfalt von unterschiedlichen Anliegen, Interessen, Artikulationsformen, Versammlungsformen und so weiter vorhanden ist. Und das ist sicher das Einzigartige dieser Bewegung insgesamt, dass es möglich ist, in dieser wahnsinnig großen Vielfalt doch etwas zu bewirken, doch Effekte zu erzielen, um eine gewisse Öffentlichkeit an sich zu ziehen. Es hat gewiss damit zu tun, dass wir mit neuen Logiken es zu tun haben, wie wir unsere Gesellschaft prinzipiell als ein tragende Struktur der gemeinsamen Sphäre sehen.
und diese tragende Struktur hat sich verändert von, sagen wir, gesellschaftlichen Verbänden, Clans, statischen Mustern, in denen wir organisiert sind, von Netzwerklogiken, von denen viele Formen von Aktivismus in den 90er Jahren oder in den Jahren nach der Millenniumswende noch gekennzeichnet waren, hin zu dem, was wir jetzt als eine neue Versammlungslogik kennengelernt haben mit der Occupy-Bewegung. Denken wir zurück an die 90er Jahre, Formen von Aktivismus, Antiglobalisierungsbewegung, also ein Erscheinungstreten von einzelnen punktuellen Protesten, in denen viele Menschen zusammengekommen sind, die global vernetzt waren, dank neuer Medien, neuer Technologien, diese Vernetzung sehr rasch möglich geworden ist, zu einer Erscheinung, in der plötzlich viele Menschen an einem Punkt zusammenströmen, sich versammeln und diese Versammlung nicht mehr verstehen als ein Forum, um hier einen Protest Ausdruck zu verleihen, sondern gleichzeitig die Versammlung selbst der Raum ist, in dem etwas Neues entstehen kann. Und das ist ein entscheidender Punkt in diesen Versammlungslogiken, denn damit, mit diesem Zusammenkommen im Raum, kann natürlich viel entstehen. Es können Infrastrukturen entstehen, es können Anlaufpunkte entstehen für viele Personen, es kann ein riesiges Momentum rund um ein territoriales Gebiet plötzlich entstehen. Gleichzeitig ist es aber anders als in einer Netzwerksituation auch nötig, einen einmal entstandenen Ort aufrechtzuerhalten. Und das ist das, was wir wirklich als eine Grundcharakteristikum vom Occupy kennengelernt haben, die Mühe des Aufrechterhaltens einer Besetzung. Das dauerhafte Aufrechterhalten von Lagern, von Zeltlagern, Zeltstätten und diesen besonderen sozialen Formen, die im Rahmen eines solchen Lagers auch entstehen können. Denn die Idee mit Occupy ist natürlich auch, dass hier eine Alternative produziert wird vom gesellschaftlichen Zusammenkommen, eine Alternative zu dem, wie Gesellschaft heute funktioniert. Und das einzulösen im Rahmen eines Lagers, einer Struktur, die eigentlich aus dem Militärischen heraus entstanden ist, ist natürlich ein gewisses Schwierigkeit. Dieses Lager aber umzudrehen, anders zu denken als ein Apparat der Strukturen, Skizzen, Symbole produziert, von denen, die wir Gesellschaft verstehen können, und das zu explodieren und etwas anderes damit zu assoziieren, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Das ist eine Schwierigkeit, mit der sehr viele Occupy-Bewegungen im Laufe der Besetzungen sicher zu kämpfen hatten. Aber etwas sehr Charakteristisches für das, was wir als eine Versammlungslogik im Raum kennengelernt haben. Und warum es diese Logiken heute gibt, das heißt, da gibt es viele Spekulationen natürlich. Es hat sicher damit zu tun, dass es im Zuge der Ausbreitung von sozialen Medien, virtuellen Medien, auch ein Gefühl gibt, dass uns Raum wahrscheinlich abhanden kommt. Das hat zu tun mit technologischen Entwicklungen, hat aber auch zu tun, im engsten Sinn mit ökonomischen Entwicklungen, was ja ein Grundkern der Occupy-Bewegung ist, ein ökonomischer Protest, der sich ins Gesellschaftliche weitersetzt, in kulturellen Dimensionen, künstlerischen Dimensionen letztendlich zu tun hat. Aber es geht im Prinzip auch um Fragen von Ökonomie, also im Kern der Occupy-Bewegung. Und diese Schwierigkeit hier, im Ökonomischen nicht mehr zugreifen zu können auf Prozesse, wo wir eigentlich Einfluss haben möchten als eine Zivilgesellschaft, ist etwas wahrscheinlich auch, also als eine Reaktion hervorruft, hier an einem ganz konkreten Ort, in einer ganz konkreten Versammlung etwas tun zu können. Die Sehnsucht nach einem konkreten Ort der Artikulation, um hier ein Podium zu haben, um gegen etwas beinahe ungreifbar gewordenes oder tatsächlich auch ungreifbar gewordenes agieren zu können. Das wiederum wirft wieder eine Reihe von Problemen und Schwierigkeiten auf, die wir im Buch auch analysiert haben, nämlich vor allem die Frage zwischen symbolischen und realen, physischen Dimensionen ständig jonglieren zu müssen. Und das ist ein Verhältnis, das auf sehr, sehr vielen Ebenen eine Herausforderung eigentlich dargestellt hat. Ja, Sie haben es gehört von meinem Mitautor Peter Mertenberg. Der Kern unserer Auseinandersetzung im Buch bildet also das Verhältnis zwischen Raum und Politik. Für uns als Raumtheoretiker war es unglaublich aufregend zu beobachten, dass für eine politische Bewegung, die sich doch in sehr, sehr kurzer Zeit weltweit, wenn man so will, ausgebreitet hat, dass für diese Bewegung die Frage, wie sich politische Aktion räumlich äußern kann, so eine zentrale Rolle spielt. Das war für uns, wie Sie, glaube ich, auch verstehen können, nicht nur interessant, sondern wirklich aufregend im wahrsten Sinne des Wortes. Was uns aber auch aufgeregt hat, wenn man so will, war die Frage, wie es passieren konnte, dass diese weltweite Bewegung,
gleichsam auch wieder sehr spektakulär, aber unspektakulär, wenn man so will, doch in relativ kurzer Zeit auch wieder verschwunden ist. Das heißt, für uns war das eine Frage, in dieser Dynamik, wie sich eine politische Formierung, auch eine politische Meinung organisieren kann, wie sie gehört haben, wie sie sich äußern kann und wie sie sich ausbreiten kann, aber wie sie auch wieder in den Hintergrund tritt und wie das diese Dynamik im Verhältnis mit ihrer räumlichen Existenz, ihrer räumlichen Realität steht. Das ist also der Kern unserer Auseinandersetzung. Jetzt kann man sagen, gerade im Räumlichen, das war nicht nur eine zentrale Grundlage, sondern war auch ausschlaggebend dafür, dass die Ausbreitung der Occupy-Bewegung so erfolgreich gewesen ist. Denn die Form des politischen Protests, die Besetzung von Plätzen, die Errichtung von Lagern, hat gleichsam ein Format, ein Modul angeboten, das übernommen werden konnte und auch an anderen Orten von anderen Aktivistinnen aufgegriffen wurde. Das heißt, die Ausbreitung der Idee von Occupy war ganz wesentlich mit der formalen Organisation im Raum verbunden. Denn das war die Ebene, über die kommuniziert wurde. Besonders in den USA, würde ich meinen, wo ja in zahlreichen Universitätsstädten vor allem innerhalb des Oktober 2011 dieses Lager oder die Idee des Lagers aufgegriffen wurde. Und das in zahlreichen Universitätscampus, aber auch in anderen Situationen, jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Universitäten, Lager errichtet worden. Neben dem Zelt, Sie haben hier ja auch ein Beispiel eines Zeltes, steht, da werden Sie sicher noch was hören dazu, hat es noch viele andere Formen gegeben, ich denke etwa an den Slogan, die 99%, die aufgegriffen wurden, es findet ja gleichzeitig gerade auch eine Veranstaltung mit Josef Stiglitz statt, der ja diese 99% Figur aufgegriffen hat. Das war ein sehr weiteres Beispiel. Ein anderes Beispiel hat damit zu tun, dass innerhalb der Lager auch versucht wurde, dass das in Gemeinwesen zu entwickeln, also bezogen auf Ebenen von der Versorgung mit Nahrungsmitteln, aber auch der geistigen Versorgung mit Ideen, Büchern oder der Entwicklung von selbstorganisierten Universitätseinrichtungen oder Universitätssituationen, wenn man so will. Also gibt es ganz, ganz viele Beispiele gegeben von Formen, die innerhalb der Occupy-Bewegung entwickelt wurden und die gleichsam das Werkzeug geboten haben, dass sich diese Idee ausbreiten konnte. Gleichzeitig, wenn man sich die Entwicklung und die Geschichte der Bewegung ansieht, hat gerade diese Vielfalt an Formen oder auch die Dominanz dieser Formen ein großes Handicap für die Bewegung im Laufe der Zeit dargestellt und entwickelt. Was ich damit meine ist, dass es immer schwieriger geworden ist, neben der Diskussion über die Formen der politischen Bewegung auch über den Inhalt zu diskutieren. Das hat zum einen mit diesen konkreten Formen zu tun. Ein Beispiel, das ich erwähnt habe, die 99%, ist natürlich auch eine vereinfachende Form, die sehr leicht anbietet, dass man sich in so etwas wie eine Opferidentifikation flüchten kann, die aber vielleicht nicht immer zutreffend ist. Oder das ist vielleicht eine, muss man eigentlich vielleicht differenzierter betrachten, dass man immer sowohl zugleich Opfer, aber auch Täter oder Täterin ist. Und diese 99%, die sind zwar im ersten Moment sehr hilfreich und sehr aufschlussreich, die Frage ist aber, was wird dann mit dieser Figur, mit diesem Denkbild der 99% gemacht? Das ist also erstens die erste Schwierigkeit, um diese Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt aufrechtzuerhalten, hat also mit den konkreten Formen zu tun. Zweitens hat es natürlich in den Reaktionen auf die Occupy-Bewegung, auch auf die Forderungen, die von Occupy gestellt wurden, ganz gezielte Versuche gegeben, vom Inhalt auf die Formen abzulenken. Also dass gerade in vielen Besetzungen immer wieder auf die oftmals vorgeblichen Missstände der Lager Bezug genommen wurde, bezüglich Verschmutzung öffentlicher Plätze, bezüglich Vorenthaltung des öffentlichen Raums für andere Nutzergruppierungen. Also es ist ein an und für sich bekanntes Modell, von Machtinstitutionen darauf zu schauen, dass
nicht die Botschaft im Zentrum steht, sondern dass man versucht, den Überträger, die Überträgerin der Botschaft zu diskreditieren. Das ist also jetzt auch kein so ungewohntes, ist keine ungewohnte Situation. Das Dritte ist aber der Punkt, der mir vielleicht noch, noch entscheidender erscheint, hat damit zu tun, dass ja die inhaltliche Ebene selbst nicht eine einfach zu fassende ist, sondern es der Inhalt des Protestes resultiert ja gleichsam aus einem Zusammenwirken von verschiedenen Bedeutungsebenen. Also ich habe es zu Beginn gehört, die ökonomische Betroffenheit, ökonomische Verunsicherung, wenn man so will, war einer der auslösenden Motive für die Beteiligung oder auch für die Sympathisierenden der Bewegung, sich damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig hat sich aber das nicht nur jetzt auf die ökonomische Situation beschränkt, sondern es hat auch sehr wohl eine politische Betroffenheit gegeben, dass sich die Erkenntnis doch relativ weit verbreitet hat, dass unsere bekannten politischen Institutionen nur auf sehr eingeschränkte Art und Weise auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren. Dass also jetzt, wenn man sich unsere Institutionen anschaut, also repräsentative Demokratie im nationalen Format, dass hier also auf die ökonomischen Schwierigkeiten eigentlich nur ein, also es gibt nur ein Reaktionsmodell gleichsam und das zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des Marktes zu stärken und indem versucht wird, Wettbewerbsvorteile auszubauen. Diese Wettbewerbsvorteile beruhen aber zum Großteil darauf, dass andere benachteiligt werden. Also das ist so eine Stoßrichtung, die es da gibt und ich glaube, diese politische Betroffenheit ist doch auch relativ weit verbreitet, dass es darum geht, auch andere Formen der politischen Organisation zu finden. Das ist eines, dann kommt auch dazu die soziale Ebene. Ganz konkret ist jetzt in den Lagern ein soziales Zusammenleben geben kann. Auch die kulturelle Ebene, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Lebenssituationen der beteiligten Aktivistinnen, aber auch der mit der Erwägung oder mit der Fragestellung Sympathisierenden. Das heißt, diese unterschiedlichen Bedeutungsebenen, wo eine Bedeutungsebene stets auf die andere verweist, kreiert eine relativ schwierige Situation, sodass das Verschwinden, wenn man so will, der Sichtbarkeit der Occupy-Bewegung jetzt nicht darauf zurückzuführen ist, auf ein gleichsam reines Scheitern der Bewegung, sondern das ist inhärent in der Schwierigkeit der Situation, würde ich meinen. Was auf jeden Fall die Occupy-Bewegung bewirkt hat, ist doch eine Erkenntnis darüber, dass die Systeme, mit denen wir es zu tun haben, zum einen zu einem Großteil konstruierte Systeme sind, zu einem anderen keine geschlossenen Systeme sind. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, um eine politische Arbeit, was politisch erreicht werden kann, dann ist das nicht ein geschlossenes System, wo es darum geht, dass einer was bekommt und wenn einer was bekommt, dann heißt das, dass jemand anderer etwas verlieren muss. Sondern diese Systeme sind in sich nicht geschlossen, wie ich gesagt habe, sondern beziehen sich immer wieder auf andere Bedeutungsebenen, wovon wiederum bezogen werden kann. Das heißt, in der ganz konkreten Auseinandersetzung von Occupy, was darum gegangen ist, können Lager weiter aufrechterhalten werden, geht es darum, dass Lager geräumt werden müssen. Dann gibt es hier immer ein Wechselspiel zwischen den konkreten realräumlichen Situationen, den ökonomischen Dimensionen dieser Situation, aber auch den politischen. In diesem Sinne geht es in der Auseinandersetzung einer politischen zeitgenössischen Bewegung, in dem Fall ist unser Beispiel Occupy, aber ich würde das natürlich generell weiter beziehen, also in einen viel weiteren Rahmen heranziehen, für politisches Engagement generell heutzutage. Geht es natürlich nicht darum, innerhalb geschlossener Systeme etwas zu gewinnen oder etwas zu verlieren, sondern ich denke, was die Erfahrung von Occupy gezeigt hat, ist, dass eine der wirksamsten Formen des politischen Engagements heute etwas ist, das sich in Anlehnung an den kanadischen Philosophen Brian Massumi und sein Modell der Incitatory Action beschreiben möchte. Was Massumi damit meint, ist, dass eine Aktion gesetzt wird, deren Zielsetzung jetzt nicht unmittelbar ist, dass etwas direkt verändert werden kann, etwas direkt gewonnen werden kann, sondern dass es darum geht, in eine Situation hineinzuwirken und durch diese Aktion die
gestaltgebende Formierung, das System im Gesamten dazu zu bringen, sich zu zeigen. Zwei Beispiele dazu, wie man sich das konkret vorstellen kann. In den USA zum Beispiel, das kennen sicher viele, haben ja die Machtinstitutionen in ihrer Reaktion auf die Occupy-Bewegung vielfach ihre Regelungen über die Benutzung von öffentlichen Räumen, von öffentlichen Parks, öffentlichen Plätzen verschärft. Und ist es dazu gekommen, dass also jetzt diese Nutzungsmöglichkeiten doch zum großen, in relativ großem Maße eingeschränkt wurden, sowohl zeitlich, wie lange man sich in einem öffentlichen Raum aufenthalten kann, aber auch was man darin machen kann, also welche, ob man zum Beispiel Zelte richten kann. Da gibt es diese berühmte oder berüchtigte Bestimmung, dass nunmehr untersagt wird, Strukturen zu errichten in öffentlichen Räumen, die keinen Einblick ermöglichen. Das ist ja ganz gezielt darauf gerichtet, auf die Zelte, die eben im Rahmen von Occupy eingesetzt wurden. Da finde ich es interessant, sich zu überlegen, wie das eben bei dem Dokument erzählt der Fall wäre, wo man hier sagen kann, naja, in seiner stilisierten Form eines Zeltes bietet diese Konstruktion ja dennoch Einblick. Also die Würde, das wäre also in dem Sinne eine intelligente architektonische Antwort auf die Rahmenbedingungen, die da durch die Politik gesetzt werden. Ein anderes Beispiel, und damit höre ich auch schon auf, ein letztes, das ich besonders interessant fand, ist die Begründung des Verwaltungsgerichts hier in Frankfurt, mit der die Räumung im August heuer begründet wurde. Und das ist im Internet zum Unterladen. Es ist sehr, sehr interessant, wie hier auch formuliert wurde, was denn innerhalb des Systems eine opportune politische Betätigung ist. Dann wird also in der Begründung des Beschlusses relativ ausführlich ausgeführt, was eine zulässige politische Demonstration wäre. Und zu Beginn heißt es zum Beispiel gleich, eine politische Demonstration zeichnet sich dadurch aus, dass es einen einheitlichen politischen Standpunkt gibt, der vertreten wird mit dem Ziel, auf die öffentliche Meinung einzuwirken. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass ein ganz wichtiger Punkt von Occupy ja der war, dass gesagt wurde, innerhalb dieser doch recht komplexen Situation unserer Krisenhaftigkeit geht es darum, dass wir zusammenkommen und im Zusammenkommen über Versammlungen, vielleicht können wir später noch über Versammlungen sprechen, gemeinschaftlich nach Alternativen zu suchen. Wenn es also jetzt nicht im herkömmlichen System eine einheitliche politische Parole bereits gibt, die auch in einer einheitlichen formalen Situation dargebracht wird, mit der Absicht, gleichsam parteipolitisch auf eine öffentliche Meinung einzuwirken, dann wäre das also innerhalb des offiziellen Systems keine politische Aktivität mehr. Da würde nicht mehr als zulässige politische Aktivität gesehen. Und gerade dieser Punkt, dass politisches Engagement innerhalb des Systems eine einheitliche Form haben muss, um hier aktiv werden zu können, das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt und das meine ich mit der Incitatory Action. Das hat Occupy bewirkt, indem es das System dazu gebracht hat, sich zu äußern und seine Gestalt darzulegen. Und das sind also ganz wichtige Entwicklungen, auch Errungenschaften im Weiterdenken von politischem Engagement. Also, soweit ich sehen kann, ist Ihr Buch ja die erste systematische Gesamtdarstellung, die die Occupy-Bewegung auch jetzt von außen betrachtet. Es gibt ja auch das Buch von David Graeber, das ist ja auch ein sehr spannendes Buch, aber das aus der Insider-Perspektive über Occupy berichtet. Was mich jetzt interessieren würde, Sie haben das kurz angesprochen, sind die Bezüge zu den Protesten, die vorher weltweit stattfanden, also beginnend mit Seattle 1999, dann die Proteste gegen die neoliberale Globalisierung, Proteste, die sich schon in Seattle eigentlich dadurch ausgezeichnet haben, dass die Demonstrationen auf den Straßen, karnevaleske Aktionen und so weiter, verbunden wurden mit einer kreativen Nutzung des Internets. Können Sie dazu vielleicht noch was sagen, ob Sie da eine Kontinuität sehen, ob Occupy da jetzt eine Fortsetzung darstellt in anderer Gestalt? Und Sie haben ja auch in Ihrem Buch
argumentieren Sie am Ende, dass es so eine Art Nachträglichkeit gibt, oder Sie plädieren für ein Prinzip der Nachträglichkeit, dass die Bedeutung von Occupy sich erst dann bestimmt werden kann, wenn man weiß, wie soziale Bewegungen in der Zukunft diese Impulse von Occupy aufnehmen. Also ist Occupy Teil eines Gedächtnisses des Protests, ist, könnte man vielleicht sagen, auch archiviert wird, darüber werden wir noch sprechen, in Museen, und dass es darauf ankommt, wie diese Proteste später aufgenommen werden. Ja, das wären meine beiden Fragen. Vielleicht zur ersten Frage, zunächst zum Zusammenhang mit anderen Protestformen, die wir in den 80er, 90er Jahren, der Zeit unmittelbar nach dem Millennium, nach der Millenniumswende kennengelernt haben. Ganz klar ist, dass Occupy nicht aus dem Nichts entstanden ist. Occupy, der Zusammenhang mit diesen früheren Protestbewegungen ist sowohl personell relativ klar, als auch klar in den Aktionsformen, wie sich der Protest dann im Stadtraum, aber auch mit neuen Medien selbst artikuliert. Nur dass neue Erscheinungsformen auch dazukommen und dass eine gewisse Unberechenbarkeit des Protests bewirkt. Dazu wird aber später zunächst zum Zusammenhang mit früheren Protesten. Denken wir etwa an Occupy Wall Street und das Umfeld, aus dem heraus Occupy Wall Street entstanden ist. Da gab es ja auch in New York eine Reihe von Aktivitäten, von Zusammenhängen, aber auch von einzelnen Punkten im Stadtraum, konkret in der Nähe der Wall Street. Denken wir jetzt an den Raum von Sixteen Beaver, als eine Gruppe, als ein Treffpunkt, ein sehr informeller Treffpunkt von Personen, die sich mit Theorie, mit Aktivismus und Gesellschaftskritik beschäftigt haben, hier Seminare veranstaltet haben, zusammengetroffen sind, ein weltweiter Austausch eigentlich unmittelbar nahe der Wall Street über Jahre hinweg schon stattgefunden hat. Von Sixteen Beaver war eine der Kerngruppen, könnte man sagen, für das Entstehen von den ersten Begegnungsformen, aus denen heraus nach Occupy Wall Street als eine Besetzung nahe der New Yorker Wall Street auch entstanden ist. Also es setzen sich einzelne Gruppierungen fort mit ihren Aktivitäten in einer neuen Aktionsform, in einer konkreten Besetzung eines öffentlichen Stadtraums. Interessant ist auch ein Ausspruch, den der amerikanische Regisseur Michael Moore gemacht hat im Zusammenhang mit der Occupy-Bewegung, indem er gesagt hat, the purpose of Occupy Wall Street is to occupy Wall Street. Und er erinnert daran, dass es darum geht, die Wall Street tatsächlich zu besetzen. Also er erinnert aber auch an die Unmöglichkeit, die Wall Street selbst als einen Besetzungsort zu wählen, denn der Grund, warum etwa in New York der Protest nicht an der Wall Street stattfinden konnte, war, dass die Polizei natürlich auch verhindert hat, die Sicherheitskräfte, dass hier unmittelbar das Bankenviertel besetzt wird, und darum war das Ausweichen auf einen anderen Ort. Und dieser Ort ist ein symbolischer Ort geworden für Wall Street, wobei Wall Street wiederum ein symbolischer Ort für etwas anderes ist. Und über diesen ganzen Umweg müssen wir auch dabei denken, dass während hier ein symbolischer Ort gewählt wurde und ein symbolischer Ort entstanden ist für den Protest, dieser Ort natürlich auch ein physischer Ort, ein Lebensraum geworden ist, um hier eine soziale Atmosphäre, ein soziales Umfeld zu erzeugen, mit Bibliotheken, mit Küchen, Infrastrukturen, Medieneinrichtungen, Anlaufstellen, um Auskunft über Gesetze zu erhalten, Wohnungsauskunft und so weiter. Plötzlich ist hier eine parallele Ebene entstanden. Und das ist etwas, das wahrscheinlich auch eine Fortsetzung, aber auch ein Unterschied ist zu den Formen, wie wir den Proteste etwa im Rahmen der Antiglobalisierungsbewegung kennengelernt haben. Netzwerkbasierte Entwicklungen, die viele Gruppierungen von unterschiedlichen Orten zusammenspannen konnte und zu konzertierten Aktionen bewegen konnte. Denken wir an Gino, Seattle und so weiter, die plötzlich eine Öffentlichkeit geschaffen haben, eine punktuelle Öffentlichkeit, die wiederum verschwunden ist, in den Medien aufgegriffen war, aber eine Langfristigkeit, eine Dauerhaftigkeit gegeben war durch das Bestehenbleiben von Netzwerkstrukturen. Durch die Versammlung ist plötzlich eine neue Gemeinschaft geschaffen, eine neue soziale Ebene geschaffen, die sehr, sehr viele Menschen an sich binden kann. Nur die Dauerhaftigkeit solcher Strukturen ist keineswegs gegeben. Die Krisenhaftigkeit dieser sozialen Gemeinschaft
Gemeinschaft vor Ort, die zwangsläufig auftreten muss in einer Lagersituation, in der sehr viele Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Anliegen zusammenkommen, ihre eigene Stimme Gehör verschaffen wollen. Das liegt natürlich auf der Hand. Und diese Konflikte sind sehr viel in vieler Weise von den Medien aufgegriffen worden als eine Repräsentationsebene für das, was hier als Occupy verstanden wird. Ein Streit zwischen unterschiedlichen Gruppierungen, Lagegegebenheiten, Anekdoten, was hier passiert, Gefühle, Stimmungslage und so weiter. Das ist natürlich eine Ebene von Repräsentation, die ganz stark mit Occupy auch assoziiert worden ist. Und das ist etwas, das netzwerkbasierten Bewegungen in den beiden Dekaden davor auch entgangen ist oder erspart geblieben ist, dass diese Unmittelbarkeit der sozialen Situation, die es immer wieder versammeln müssen, das ständige Herstellen einer kollektiven Subjektivität und das Aufrechterhalten dieses kollektiven Körpers, das etwas, das in den Hintergrund getreten ist, weil es nicht im öffentlichen Raum sichtbar geworden ist. Was ein Vorteil und ein Nachteil ist, um als eine Bewegung transparent und präsent letzten Endes zu sein. Soweit zum ersten Teil. Ganz kurz noch auf den Punkt der Nachträglichkeit eingehen, den Sie aufgeworfen haben. Das ist in der Tat für uns ganz ein wichtiger Gedanke und hat damit zu tun, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit der Verlagerung der Schauplätze. Diese Schauplätze sind jetzt nicht nur räumlich verlagert, sondern mein Mitarbeiter gerade geschildert hat, dass es, wenn es um Occupy Wall Street geht, es ja nicht nur um den konkreten Schauplatz von Occupy Wall Street geht, sondern auch um den symbolischen Schauplatz von Wall Street, wofür Wall Street steht. Diese Verlagerung der Schauplätze hat jetzt nicht nur eine räumliche Dimension, sondern auch eine zeitliche Dimension. Und es ist deswegen so wichtig, sich diese Verlagerungen in Erinnerung zu rufen oder vor Augen zu halten, um nicht in die Falle zu gehen, dass man die Repräsentation von etwas mit dessen Bedeutung verwechselt. Und das ist gerade innerhalb von politischen Protestbewegungen oder politischen Bewegungen generell eine sehr schwierige Angelegenheit, wenn man sich selbst an etwas beteiligt, weil man natürlich gerne daran glauben möchte oder auch wenn man sich selbst körperlich mit seinen eigenen Gefühlen und Leben einsetzt, dass es hier zu unmittelbaren Effekten, zu einer unmittelbaren Wirkung kommt. Tatsächlich denke ich aber, ist es meistens so, dass hier viel größere Kreise wirken und dass eine politische Demonstration sehr oft die Repräsentation einer Veränderung im politischen Bewusstsein ist, aber nicht selbst diese Veränderungen herbeiführt. Das ist also jetzt eine vielfache Aufsplittung, wenn man so will, zwischen verschiedenen Akteuren und Effekten. Und das ist was ganz was Zentrales, weil es zum einen natürlich hilft zu verstehen und zu erklären, warum es zu gewissen Entwicklungen kommt, warum sich gewisse Ergebnisse auch einstellen. Es hat aber auch was Eröffnendes. In dem Sinne, dass wir es auch nicht denken müssen, wenn es nicht unmittelbar ein Ergebnis greifbar oder sichtbar wird, dass deshalb ein politisches Engagement sinnlos gewesen wäre. Es geht hier vielmehr um die Zirkulation, das Produzieren und das Zirkulieren von Ideen, von Einsichten und Ansichten und die in, wie gesagt, viel größeren Kreisen wirken können. Und daher ist auch die Frage der Beteiligung von Occupy nicht nur eine, die sich auf die Aktivistinnen konkret richtet, die vor Ort anwesend gewesen sind, die in den Zelten übernachtet haben, sondern die Frage der Beteiligung schließt natürlich alle von uns mit ein. In dieser Frage des Zusammenwirkens zwischen Ökonomie und Politik sind wir alle gefangen, wenn man so will. Und hier hat Occupy ja auch eine Wirkung auf viele, viel mehr als die unmittelbar vor Ort Anwesenden. Und ich glaube, dieser Gedanke der Nachträglichkeit, wie gesagt, hat sowohl was Eröffnendes, aber auch, wie gesagt, etwas Schwieriges für unmittelbar Beteiligte, weil es eben auch klar macht, dass man, auch wenn man glaubt, wenn man jetzt einen Platz besetzt hat und sich da engagiert hat, da eine Küche errichtet hat, Bücher zu dem Platz gestellt hat, dass er eben beteiligt hat, mit allen seinen Schwierigkeiten, Wind und Wetter getrotzt hat, dass diese Aktion, die unmittelbar
entscheidende Aktion gewesen wäre, sondern diese Aktion war selbst wiederum ein Effekt von anderen Dynamiken, die in viel weiteren Bereichen wirksam sind. Und diese Diskrepanz zwischen Repräsentation und Bedeutung ist eben eine sehr schwierige, aber ich glaube eine, die es notwendig ist, dass wir uns erstellen, damit man auch die Schwierigkeiten vom politischen Engagement heute besser in Angriff nehmen kann. Gut, vielen Dank. Ich glaube, wir machen jetzt eine Podiumsrunde. Herr Beck, möchten Sie noch? Ja, vielleicht. Wir haben jetzt relativ viel gehört. Ich habe mir auch einige Notizen gemacht. Ich würde vielleicht ganz konkret auf den einen Punkt, der vielleicht auch den Beginn der Occupy-Bewegung noch mal hinweisen. Sie haben schon angedeutet, die Occupy-Bewegung ist eigentlich ein Ausdruck einer globalen Unzufriedenheit, gekoppelt mit existenziellen Grundängsten. Und einem, kann ich das loslassen? Geht trotzdem, das ist schön. Und einem Gegner, den wir nicht mehr lokalisieren können. Das heißt, wir haben ein Unbehagen, es gibt ja einen Franzosen, Unbehagen der Zivilisation, schönes Buch, und wir empfinden das und wir können eigentlich an niemanden konkret herantreten und ihm in der ganzen Komplexität schildern, wo uns eigentlich gerade dieses Unwohnsein befangen hat. Wir können vor die Börse gehen, wir müssen aber auch gleichzeitig beim Bundeskanzleramt sein, wir müssen in den USA sein, wir müssen beim Rüstungsexport sein, wir können nicht überall sein und wir reden auch nicht mehr. Oder die Friedensbewegung, es gibt Greenpeace, es gibt unglaublich viele Organisationen, jeder hat so seinen konkreten Protest. Und wir haben Sympathien hierfür, dafür, wir haben aber auch Sympathien dafür, dass unser Bankkonto gefüllt ist. Ja, wir haben als Männer vielleicht auch schon mal Sympathie für Hubraum, fühlen uns aber dabei auch nicht mehr gut. Und das heißt, das ist so diese multiple Persönlichkeit, die Sie ausgebildet haben, die hat jetzt aber diesen Ausdruck, den sie plötzlich geben möchte. Ich möchte sagen, ich bin unzufrieden. Und jetzt war eben Occupy Wall Street eine Bewegung, die von einem ungewohnten Kreis an Personen gebildet wurde, das heißt vom Bürgertum, das in den USA existenzieller bedroht ist wie hier. Eigentlich plötzlich sind da Menschen auf der Straße wie du und ich. Und dann die Frage, warum tun die das? In den USA ist es beobachtbar, da geht es natürlich bereits noch existenzieller zu. Aber dann auch für mich die Frage, eigentlich haben die recht. Und das war dann so der Punkt, dass die wahrscheinlich viele in Zonen, wie drücken wir das dann aus? Und dann gibt es die Frage von Ihnen, diese 99%, wo Sie so ein bisschen gezweifelt haben, sind es denn die 99%? Da gibt es vielleicht eine Antwort. Ein Occupy-Lager hat hier eigentlich drei Ebenen. Wir haben zunächst mal diesen Protest, der aber unter Umständen sehr unterschiedlich ist. Weil jeder auch so sein Ding mitbringt, ja, was ihn hier eigentlich auch drückt. Und nicht nur eines, sondern viele und das noch in unterschiedlicher Wertigkeit. Dann gibt es die zweite Ebene, das ist das soziale Leben im Camp selbst. Unendlich spannend, wenn sich so eine Stammessippe bildet. Das ist grandios, ja, die eigene Rechtsprechung. Ja. Also das ist wirklich fantastisch. Das erzeugt aber auch eine unglaubliche Spannung. Ja. Da kommen auch sehr ungewöhnliche Personen auf Sie zu, wenn Sie damals so einen Platz besetzt haben. Ja. Und die müssen dann integriert werden, weil das ja auch plötzlich ein Modellprojekt ist. Das heißt, man will ja auch an dieser Stelle sagen, ja, das sind jetzt hier und wir verhalten uns auch vorbildlich. Und es sind jetzt nicht nur Menschen da, mit denen man sich ganz grundsätzlich ständig vorbildlich verhalten kann und die müssen dann in dieser Gemeinschaft aufgehen. Das Irre an dieser zweiten Ebene ist, dass es unglaublich gut funktioniert. Dass plötzlich Menschen auch einbezogen werden können in so ein soziales Projekt in direkter Ansprache, ohne staatliche Institutionen, ohne diesen ganzen Regelungsquatsch, sondern in diesem direkten von Mensch zu Mensch. Wir gemeinsam müssen jetzt hier miteinander können. Ja? Und dass es plötzlich unglaublich spannende, hervorragende Modelle gibt. Und dass Dinge auch Menschen plötzlich dort zu funktionieren beginnen, die woanders gescheitert sind. Das ist fantastisch. Das ist aber diese zweite Ebene des Protests und die macht es manchmal auch schon schwierig, weil, wie Sie gesagt haben, wo ist dann der Protest? Und auch, wenn wir dann vor Ort eine Kommune gründen, sind wir dann noch 99% oder sind wir jetzt plötzlich einfach ein neues Stadtviertel auf einem öffentlichen Platz und haben dann das Recht, diesen öffentlichen Platz zu besetzen? Und da sage ich sogar als wirklich nicht kleiner Sympathisant, eigentlich ist das dann schon schwierig. Und die Politik sagt, nein, als Kommune, ja, seid ihr natürlich hier falsch, weil das ist ja der reale Platz der 99%.
auch wenn ihr denen jetzt was vorleben wollt. Also diese zweite Ebene des Protests ist eben diese soziale Ebene, die unendlich spannend ist und von der ich unglaublich profitiert habe. Auch jetzt in dem, was wir später vielleicht noch haben, wo geht's hin? Das heißt, wir sind jetzt eine Gruppe, die ein paar Grenzen einfach niedergerissen hat und das ist schön. Ja? Also das heißt, wenn dann eben plötzlich eine Gruppe Punks beginnt, ein weißes Zeltlager sauber zu halten und sagt, okay, wir sind der Meinung, das muss sauber bleiben, aber nach drüben machen wir, was wir wollen. Und wenn man einfach zusammensitzt und sagt, diese ganzen Grenzen, Nationen, Religionen, soziale Zugehörigkeit, ist alles im Prinzip egal, aber wir haben einen Kern dieses Unwohlseins gemeinsam. Kommen wir nachher dazu. Und die dritte Ebene ist dann die Ebene der Ästhetisierung des Protests. Also die Frage, welche Form des Ausdrucks haben wir? Was ist Kunst? Kann Kunst Protest sein? Oder ist Protest schon Kunst? Es gibt dann Voice, soziale Plastik, das sind dann so die Dinge, wo es dann plötzlich auch die Frage ist, was ist denn dann der Ausdruck des Protests in einer ästhetischen Form, nicht nur in der räumlichen, auch in der ästhetischen Form. Das sind für mich so diese drei Ebenen, die eigentlich alle drei sehr spannend sind. Und zu dieser Ebene des Zusammenlebens glaube ich, das ist die entscheidende Ebene, wo sich jetzt auch dann über diese Ebene, Sie sagen dann, Sie haben mal vorhin, ich glaube, da gab es dann auch so ein paar Unruhen im Publikum, Sie haben gemeint, Occupy sei verschwunden. Das stimmt nicht. Ja. Das Problem ist nur, wir hatten jetzt alle unsere Lagererfahrungen, wir hatten alle unsere Protesterfahrungen und ich kann nur sagen, wir sitzen jetzt zusammen und überlegen uns, wie kriegen wir das auf den Punkt. Ja. Realpolitik ist schwierig, es gibt welche, die wollen keine Realpolitik, es gibt schon Menschen, die sagen, wir wollen wirken. Ich glaube aber nicht, dass es eine allgemeine Unzufriedenheit gibt, dass es nicht gewirkt hat. Also wenn wir zum Beispiel, ich komme ja aus Baden-Württemberg, noch mal zu einer Schiene, wir haben jetzt nach Jahrzehnten der Wirkung einen grünen Ministerpräsidenten. Ja? Und alle finden, auch im Bürgertum, Atomkraft, wenn wir das abschalten, ist okay. Das hat so ein paar Jahre gedauert. Und wenn wir jetzt auf diese Punkte hinweisen, nicht uns davon hinreißen lassen, dass nur wenn wir nicht sofort alles gekriegt haben, dass eben auch nichts ist, sondern sagen, wir sollten wachsam bleiben, wir sollten diesen Protest aufrechterhalten und vor allen Dingen müssen wir miteinander reden und vor allen Dingen müssen wir diese Grenzen, die wir haben. Ja, also zum Beispiel Daniel hat mich begrüßt, als Punk in Schottenburg hat gesagt, geil, dass du Spießer hier bist. Da habe ich gesagt, ich finde es auch cool, dass du da bist, ja, weil du bist die Nadel, ja, in diesen Scheiß, den wir brauchen, du kannst hier 100 Tage bleiben und ich nicht. Also es ist einfach eine Frage, wie wir kooperieren und da hat jeder seine Funktion, ja, wo jeder im Prinzip etwas dazu beitragen kann, dass wir darauf aufmerksam machen, dass wir uns unwohl fühlen. Und natürlich ist es jetzt in dieser Zurückgezogenheit an uns auch nochmal zu fragen, welchen konkreten Ausdruck, welche nächste Aktion wollen wir machen, wo wollen wir wirken, wie wollen wir uns organisieren. Aber ich glaube, das ist so, zumindest von meiner Seite aus, das Gefühl, wo ich glaube, dass im Moment so der Protest steht. Also Occupy ist nicht weg, aber Occupy verarbeitet, glaube ich, im Moment diese Ebenen, diese Erfahrungen auf diesen drei Ebenen. Was ist Protest? Wie kamen wir zusammen? Und wie haben wir dem Ausdruck gegeben? Und die Frage ist jetzt so, wo wollen wir hin, was machen wir als nächstes? Sollen wir jetzt sammeln oder nicht etwas dazu sagen? Ich würde vorschlagen, dass Sie sammeln, damit wir auch noch mehr Zeit für Diskussion haben. Ja, ich versuche es kurz zu machen, weil es schon sehr lang ist. Ich will erstmal was zum Buch sagen. Als Leser, ich habe es mitgeschrieben, sondern als gelesen. Ich finde, das Buch ist unbedingt lesenswert. Und zwar erstens, weil es gut geschrieben ist und das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt unendlich viele schlecht geschriebene Bücher. Dieses ist ein gut geschriebenes Buch und mindestens deswegen ist es empfehlenswert. Es ist zweitens empfehlenswert, weil es wirklich sehr nah dran ist am Phänomen und weil die Autoren sich offensichtlich mit großer Liebe auf das Phänomen eingelassen haben und vieles deutlich herausarbeitet, was tatsächlich auch das Neue an der Occupy-Bewegung ausgemacht hat. Auch deswegen ist es unbedingt zu empfehlen. Der dritte Punkt bei uns unbedingt zu empfehlen ist, in der völlig unaufgeregten Weise, auch nicht in der aufdringlichen und auch nicht in der abschreckenden Weise, bringen die Autoren den theoretischen Hintergrund oder sagen wir die Bewegung in der Theorie, die eigentlich de facto die Occupy-Bewegung begleitet, auch wenn es gar keine unmittelbare Verbindung gibt, außer dass Zizek da irgendwie in New York im Park spricht, das bringt sich sehr gut zur Geltung, und zwar nicht in der abschreckenden Weise, weil oft ist das Einführen von Theorien, das weiß ich aus leidvoller Erfahrung, abschreckend, das ist dann nicht der Fall. Das alles zusammengenommen schließt eigentlich aus, ich hätte eigentlich ganz, ganz wenig zu sagen zu
diesem Buch, was ich jetzt in dem, was da drin steht, falsch finde oder unnötig finde oder sonst was, sind 160 Seiten Text zu Occupy. Und die müssen auch alle so sein. Wenn ich jetzt sozusagen inhaltlich was dazu zu sagen oder zu diskutieren hätte, dann würde ich sagen, dann lasst uns über den Band 2 sprechen, der dringend geschrieben werden muss, in dem das zur Sprache kommt, was auch jetzt erst richtig zur Sprache gebracht werden kann. Dazu muss auch dieses Ding erstmal vorliegen und muss die Bewegung auch sein. Und kurz abschließen, weil wenn wir diskutieren, kann ich das dann vielleicht noch sagen, was meine Vorstellung über diesen Band 2 wäre, das hat ganz viel zu tun mit der hier mehrfach und nicht zufällig auch mit bisschen Unwillen zur Kenntnis genommenen Phänomen des Verschwindens oder Nichtverschwindens von Occupy zu tun. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, noch schon länger politisch aktiv. Ich habe ein wirkliches Verschwinden erlebt, nämlich das Verschwinden sozusagen der 10 Jahre nach 68 und den Riss, der dann kam. Ein solches Verschwinden, glaube ich, definitiv nicht vor. Das wüsste ich, also es fühlt sich anders an, wenn eine Bewegung wirklich verschwindet. Also was ab 77 passiert ist, das war ein Verschwinden. Noch haben wir es nicht mit dem Verschwinden zu tun. Aber ich glaube schon, dass es sowas wie ein Abschwung und es gibt eine Problematik und eine Notwendigkeit des Atemholens. Und die hat zu tun mit einer Frage, die, das wäre die Frage für den Band 2, eine Bewegung, die mit der aus der Kürzlichkeit kommt, die plötzlich kommt und die auch auf den Augenblick setzt und auf das Unerwartete setzt. Eine solche Bewegung muss gleichwohl die Frage der Dauer angehen. Und die Frage der Dauer anzugehen im politischen Kampf heißt, eine Frage anzugehen, die wir alle mit Recht zunächst mal als unappetitlich empfinden, die wir aber gar nicht umgehen können, und es ist die Frage des Sieges und die Frage damit der Macht. Diese Frage hat Occupy schon besser aufgeworfen als die globalisierungskritische Bewegung, mit der Occupy tatsächlich in einem gewissen Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität steht. Aber auch die Occupy-Bewegung sozusagen hat es noch nicht erreicht, sich dieser, und auch dieses Buch nicht, das ist der fehlende Band 2, sozusagen diese Frage in den Blick zu nehmen. Und die muss aber in den Blick genommen werden, weil der Wunsch zu siegen ist die Verbindung zwischen dem Augenblick und der Dauer. So könnte ich das ganz kurz sagen. Und davon hat das Buch nicht gesprochen. Das ist kein Fehler dieses Buches, sondern das ist eine Aufgabenstellung für uns alle. Das wird die Frage sein, die wir in der folgenden Zeit zu diskutieren haben. Danke. Ein paar Worte richten so aus der Sicht eines Mittäters der Occupy-Bewegung. Weil Occupy ist also deshalb allein nicht verschwunden, weil A, ich sitze hier, B, einige andere Aktivisten und Aktivistinnen sind auch alle hier, drittens, wir unterhalten nach wie vor eine Mahnwache am Willy-Brandt-Platz, aktuell derzeit 2, und die nächsten Aktionen im öffentlichen Raum sind für morgen schon wieder mehrere angekündigt, also fortlaufend passiert da etwas. Zu dem Buch, was ich also ganz toll finde, ist die Darstellung, wie, wenn verschiedene Menschen zusammenkommen, auch wenn sie gar nicht unbedingt eine Grüppchenbildung wollen, weil sie alle in einer Bewegung da sind, bilden sich automatisch Gruppen. Ja, also wir haben Leute, die sind halt, sagen wir mal, mehr finanzmarktorientiert, andere mehr auf Kunst im öffentlichen Raum fixieren und so. Gibt es zwar auch Überschneidungen, aber diese Grüppchenbildung ist sehr automatisch und die ist super in diesem Buch dargestellt, besser als was ich anderswo gelesen habe. Und ja, zu den Zellen, zu den Transparenten, die es nicht wissen, das ist eine Bestimmung, die in den USA ist und ich kann eigentlich den amerikanischen Occupyern nur raten, baut doch eure Zelte aus transparenten Folien auf, dann kann man reingucken. Wir hier in Frankfurt dürfen gar keine Zelte aufbauen, sagt der Ordnungsdezernent. Da kommen wir auch gleich zu den nächsten hin, nämlich zu der Begründung von dem Gericht. In den Medien wird durch die Stadt dargestellt, dass das alles letztendliche Tatsachen seien. Wird auch unterschlagen, dass es in einem Eilverfahren stattgefunden hat, dass das Gericht also selber gar keine Sachprüfung durchführen konnte und die angeführten Gründe sind alles Dinge, die Stadt denen quasi vorgegeben hat im Rahmen der Auflagen, die man uns gegeben hat. Die Symbole von Occupy, ja, wir sind die 99% oder wir sind dies, wir sind das, das sind Sachen, die durchaus zu einem gewissen Zusammenhalt führen können, die aber auch schon innerhalb unserer Bewegung zum Teil sehr polarisierend gewirkt haben. Auf jeden Fall kann man feststellen,
dass eine solche Symbolik auch immer sehr leicht einen Missbrauch durch Medien oder durch politische Agitation oder durch irgendwelche Lobbyverbände dem ausgesetzt ist. Weil man kann ja ganz schnell, hat man einen Nagel in der Wand, dann haut man da so lange drauf, bis der Nagel krumm ist. Das ist einer der Gründe, warum wir uns auch bei Occupy Frankfurt dagegen entschieden haben, im Namen der Gesamtbewegung irgendeine Forderung aufzustellen. Forderungen können nur von Einzelpersonen oder kleinen Arbeitsgruppen kommen. Warum das so ist, hat etwas zu tun mit der Angst derer, die heute, weil sie in diesen Strukturen stecken, einen vollen Kühlschrank haben. Und bei denen geht, egal ob sie darüber nachdenken oder nicht, da geht die Angst um, dass wenn sie die Struktur ändern, sie plötzlich Probleme haben, diesen Kühlschrank bequem voll zu kriegen. Und das ist das, denke ich mal, wo Occupy den herrschenden System am meisten Angst macht, weil die eben nicht greifbar sind. Ja? Man kann uns einen Camp kaputt machen, man kann uns den E-Mail-Server zerschießen, man kann alles machen, man kann auch 20 Leute von uns verhaften, kann man machen. Aber Occupy kriegt man damit nicht aus der Welt. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich dieser Sache angeschlossen habe. Dankeschön. Ich habe jetzt gerade keine Logik. Was eben angesprochen wurde, die Ungreifbarkeit des Protestes, ist ja etwas, das einerseits ein Vorwurf ist, der an die Bewegung hier wieder gerichtet wurde. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine gewisse Stärke. Das Diffundieren des Protests sind unterschiedlichste Schichten, unterschiedlichste Dimensionen, geografische Lagen, Bevölkerungskreise, soziale Schichten und so weiter. Das Diffundieren des Projektes, des Protests ist etwas, das dann, wenn Lager verschwinden und ein physischer Protest plötzlich nicht mehr da ist, natürlich für das Fortleben eines Eins von Protestbewegung oder einer Bewegung, die sich andernorts trifft, die sich immer wieder punktuell versammelt, quasi für auf die Dauer sicher. Das, was vorhin auch angesprochen wurde, die Dauerhaftigkeit des Protests, die Dauerhaftigkeit einer Perspektive, die mit Occupy eingeschlagen wurde, ist natürlich wiederum noch einmal eine andere Frage. Es ist die Frage, wie eben institutionelle Strukturen geschaffen werden, die dauerhafter sind als eine Bewegung, die informell organisiert ist, die gewisse Machtaspekte einer gesellschaftlichen Ordnung attackiert, sie aber gleichzeitig nicht vollständig einnimmt oder ersetzt. Und das ist sicher eine wichtige Frage, die in den nächsten Jahren nicht nur zu diskutieren, sondern auch im Rahmen von Aktionen aufzuführen, anzugehen ist. Das ist aber eine sehr, sehr schwierige Frage, nämlich deswegen, weil wir es mit unterschiedlichen Logiken und Strukturen haben, die alle gleichzeitig wirken. Wir haben ja nicht feststehende Institutionen einer Gesellschaft, gegen die wir uns richten könnten als ein Protest, denn all diese Institutionen, gegen die sich Proteste wenden, diese Institutionen selbst wechseln ja ständig ihre Rollen. Das, was beispielsweise Kunstbetrieb ist, denken wir an Strukturen von Museen von vor 50 Jahren, von vor 30 Jahren, Museen, Kunstbetriebe, Ausstellungsbetrieb, da steht es heute ganz anders dar. Wir haben es mit etwas offeneren Strukturen zu tun, wir haben es mit Strukturen zu tun, wo sich Bildung mischt mit kulturellen Anliegen, wo sich Ökonomie plötzlich weitaus direkter zu vermischen beginnt mit dem Bildungsapparat. Alles das trägt also bei, dass auch Institutionen, das was wir als eine Verkrustung vielleicht in den 60er, 70er Jahren von Gesellschaft festgestellt haben, wo diese Verkrustung plötzlich ein höchst elastisches Gefüge wird. Und wir haben mit einer, nicht mit verkrusteten Strukturen, sondern mit einer zunehmenden Elastizität institutioneller Apparate zu kämpfen. Und sich dagegen Protest oder eine Bewegung auch politisch formieren kann, und wie wiederum Institutionen, wie wiederum Körper aus unterschiedlichen Schichten, sei es aus dem Kunstbereich, sei es aus dem politischen Bereich, aus dem Aktivismusbereich, aus dem Bereich der Bildung, sich zusammenfügen können, um hier etwas anderes zu bauen oder in diesem elastischen Apparat Änderungen herbeizufügen. Das ist etwas, was Occupy wirklich nur in den ersten Ansätzen wahrscheinlich angedacht hat. Also, dem sehr zu, dass hier ein weiteres Nachdenken und ein weiteres Agieren basierend auf Occupy nötig sein wird. Ich will auch ganz kurz noch auf diesen Punkt der Veränderung eingehen. Das ist natürlich das Spannendste. Welche Veränderungen wir hier beobachten können. Wobei ich meine, dass hier die Hoffnungen, die mit der
bei Bewegung gelegt wurden und nicht jetzt nur bezogen darauf, was konkret gefordert wurde, sondern damit zusammenhängend, wie sich die Bewegung ausbreiten konnte. Dass also etwas, was von einer relativ kleinen Gruppe ausgedacht wurde, sich über verschiedene Medien, über verschiedene Formen weitergereicht wurde und aufgegriffen wurde, sodass es in sehr, sehr kurzer Zeit zu einer globalen Identifikation mit den Ideen von Occupy gekommen ist. Also dieses Momentum der Veränderung, das ist das Spannendste. Und darum glaube ich, worum es in dem zweiten Band gehen wird, will ich sagen, ist darum, sich mit dieser Veränderung auseinanderzusetzen, auch diese Veränderung nicht als etwas zu verstehen, wo es gleichsam wiederum, was ich vorhin angesprochen habe, mit den geschlossenen Systemen darum geht, dass also eine Formation siegt über eine andere Formation, sondern dass es im Zusammenhang mit den elastischen Formierungen, die hier angesprochen wurden, gleichsam zu einer Umstülpung kommt, wo sich Figur und Grund ins Gegenteil verkehren. Es geht also nicht darum, jetzt innerhalb des Systems eine Veränderung zu bewirken, sodass dieses System sich fairer, gerechter generieren würde, sondern generell eine Umstülpung ein Shiften in ein ganz anderes Systemdenken an sich. Und in diesem ganz anderen Systemdenken geht es dann nicht mehr darum, um Sieg oder Stärke, sondern da geht es zum Beispiel um so Aspekte wie Schwäche, auch Schwäche der Menschheit. Und ich glaube, etwas, was ganz markant und ganz wichtig für die Erfahrungen der Occupy-Bewegung gewesen sind, war gerade dieses Zeichen von Schwäche. In vielen der Lager, in vielen der Gruppenformierungen ist es dazu gekommen, dass eine Umgebung des Vertrauens gemeinsam geschaffen wurde, wo diese Schwächen zugegeben werden konnten, wo diese Schwächen auch angesprochen werden konnten, die Ängste, von denen wir gehört haben, angesprochen werden konnten. Und diese Umkehr des systemischen Denkens in ganz andere Dimensionen, ich glaube, das wird das Wichtige und Spannende sein. Und was uns interessieren wird, ist dann wiederum genau dieser Moment, wie es hier zu einem Zusammenwirken von inneren und äußeren Akteurinnen kommt, wo es Trägerinnen gibt, die das repräsentieren, wo wir aber gleichzeitig auch sehr viel weitere Ebenen und Bereiche hineinnehmen müssen in unsere Betrachtungen und Überlegungen. Und ich glaube, das ist ja gerade das Wichtige, wenn man sich mit Occupy auseinandersetzt, dass eine Beschäftigung mit Occupy sich nicht darauf beschränken kann, die konkreten Lager von Occupy zu analysieren. Also eine Beschäftigung von Occupy bedeutet auch eine Auseinandersetzung mit den generellen ökonomischen, politischen Bedingungen unserer Zeit. Und ich glaube, auch dieser Punkt der Veränderung wird ebenfalls wiederum einer sein, wo es nicht nur darum geht zu sagen, wie hat sich jetzt Occupy zu einer politischen Organisation gemausert oder wie ist es gelungen, hier nachhaltigere oder langfristigere Strukturen zu entwickeln, sondern wie kommt es zu diesem Moment der Veränderung, wo so etwas wie Occupy, es kann aber auch etwas ganz anderes sein, diesen Veränderungen Figur gibt, diesen Veränderungen Ausdruck gibt, aber letztlich es eigentlich ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Ebenen und Wahrheiten ist. Gut, vielen Dank. Gibt es direkte Rückmeldung? Ja, gut. Jetzt als nächstes machen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum? Ja. Ich bin ganz dankbar für den Begriff Ausdruck, den Sie vorhin erwähnt haben. Das möchte ich nochmal gerne aufgreifen, weil Ausdruck eigentlich eine richtige Bewertung von Occupy darstellt. Ich wehre mich, und da bin ich nicht ganz alleine, mit vielen anderen auch gegen Ausdruck, dass man Occupy als Bewegung kennzeichnet. Also ich sehe Occupy wirklich als Ausdruck einer allgemeinen Unzufriedenheit an, die sich jetzt manifestiert hat in Occupy. Und das unterscheidet eben Occupy von einer Bewegung schlechthin. Und das unterscheidet Occupy auch von dem Wutbürger, der jetzt eigentlich der Wutbürger immer nur punktuell ganz bestimmte Missstände aufgreift, die ihn gerade im Moment aufregen, wenn zum Beispiel eine Startbahn gerade durch seinen Vorgarten verläuft. Dann geht er auf den Barrikaden. Sobald die Gefahr gebannt ist oder er einsieht, dass er dagegen zu
unternehmen kann, fällt er wieder in den Winterschlaf zurück und hat sich unmöglich nicht weiter betätigen. Das ist ein ganz fundamentales Unterscheidungsmerkmal zwischen einer Bewegung und Occupy. Also ich möchte sogar sagen, vielleicht noch mehr als Ausdruck, dass Occupy dadurch auch ein gewisses Phänomen hat, dass also durch Occupy eben auch insgesamt komplexe Lebensformen, die anders sind, die sich eben fundamental unterscheiden von den bisherigen allgemeingültigen gesellschaftlichen Lebensformen unterscheiden, nur in Occupy darstellen. Damit komme ich jetzt durch den Bogen auch spannend, dass ich meine, diese Lebensformen werden eben, finden eben ihren Ausdruck darin, bei diesem Begriff Ausdruck, dass eben in der Öffentlichkeit, in öffentlichen Räumen, in öffentlichen Straßenräumen oder Plätzen, Grünanlagen oder sowas, dass innerhalb der Gesellschaft und für die gesamte Gesellschaft eben doch transparent vorgelegt wird. Und dass gerade diese Transparenz, die dadurch entsteht, dass man in öffentlichen Räumen Occupy, beziehungsweise das, was Occupy vorstellt, vorlebt, dass eben diese Transparenz gefürchtet wird von den Protagonisten der bisherigen Gesellschaft und dass deshalb Vorlegen in den öffentlichen Räumen, dieses reale Vorlegen, mit allen Mitteln bekämpft wird, weil es gar nicht gewünscht ist, dass es durch die breite Öffentlichkeit wahrgenommen wird, denn sonst könnte die breite Öffentlichkeit plötzlich in Eindruck nehmen, dass es ja eigentlich ganz gut funktioniert, nicht nur ganz gut funktioniert, sondern wesentlich besser als die tradierten gesellschaftlichen Lebensformen. Und deshalb meine ich auch, dass es unbedingt auf diesem Weg, weil wir bei den Perspektiven waren für die Zukunft, dass es auch auf diesem Weg weiter transportiert werden muss, dass Occupy gar nicht auskommen kann, ohne weiter in Camps oder dergleichen zu unterhalten. Also ein virtuelles Occupy kann Occupy höchstens begleiten, kann es aber niemals ersetzen. Und das wurde ja vorhin auch kurz erwähnt, also dass gerade auch hier in Frankfurt Occupy im öffentlichen Raum weiterhin existiert in Form von Mahnwachen. Und von daher finde ich es auch etwas bedauerlich, dass jetzt hier auch kein Vertreter im Podium, kein Aktivist von den Mahnwachen anwesend ist. Dass insofern halt das Podium etwas unparitätisch besetzt ist, haben wir schon. Danke, ich verstehe Ihren Punkt. Ich möchte ganz gern zu dem, was Sie zu Beginn angesprochen haben, dass auch bei Ausdruck und keine Bewegung ist. Da haben Sie natürlich zu einem Großteil recht, also über diese Dimension und die Frage des Ausdrucks haben wir uns ja auch, damit haben wir uns sehr beschäftigt. Aber ich möchte zurückfragen, ob im Sinne der Veränderung, über die wir hier sprechen, die Frage nicht, eigentlich nicht so zu stellen ist, nicht, dass Occupy keine Bewegung ist, sondern dass das, was eine Bewegung heute ausmacht, sich verändert hat. Dass in diesem Sinne Occupy sehr wohl als eine Bewegung verstanden werden kann, aber als eine zeitgenössische Bewegung, die andere Formen annimmt. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, ist das jetzt eine Bewegung oder nicht, nach dem Maßstab einer konventionellen, einer herkömmlichen Definition des Begriffs der Bewegung, sondern sich zu überlegen, ob denn Bewegung an sich, die Bedeutung des Begriffs Bewegung sich damit verändert hat. Und dass wir heute eben durchaus sagen können, Occupy ist eine Bewegung, aber eine Bewegung im zeitgenössischen Sinne. Zeitgebunden, ja. Vielleicht kurz noch was, Thomas und ich sind die Mahnwache. Das ist das, was ich vorhin versuche. Thomas und ich sind die Mahnwache. Die Mahnwache? Ja. Nee, das heißt, nein, ich will nur kurz sagen, um was es geht. Das heißt, das, was ich vorhin gesagt habe, jeder kann bei Occupy, muss mit dem, was er kann, eben mitwirken. Und das heißt, auch Sie müssen dann, ich sage mal, akzeptieren, dass die Vertreter unterschiedliche Gesichter haben. Das heißt, es kann nicht nur die Mahnwache da sein, sondern wenn wir wirklich auch für eine breite Masse sprechen, dann kann er davon berichten, dass die Mahnwache da ist und auch sie hinweisen. Und das hier ist auch ein Hinweis, auch wenn er Bescheid ist, wenn die Mahnwache nicht personifiziert da ist. Ja? Aber es ist so, dass dieser Hinweis kam und dass wir genauso froh sind, dass in diesem Moment die Mahnwache da draußen existiert. Und wir aber jetzt eben hier das machen, was wir können. Das heißt, jeder, diese Bewegung muss einfach überall mit dem, was sie kann, mit jedem, mir wurde jetzt die Öffentlichkeit gegeben, dann muss ich hier wirken, die Mahnwache kann draußen eben jetzt im Moment dort stehen. Das heißt, jeder muss eben in dieser großen, in diesem großen Gefühl an der Stelle seinem Gefühl Ausdruck verleihen, wo es kann.
Und ich glaube, das muss eben auch akzeptiert werden, dass wir auch nicht diesen Repräsentationsanspruch klassisch haben, dass jeder überall jedem was sein kann. Dann, das ist doch voll, wenn raus einer ist und wenn hier jetzt jemand ist und eben diesen Gedanken auch verteilt. Und ich denke, das ist schon auch ein Punkt, der Occupy auszeichnet, dass es eben möglich ist, über die Grenzen hinweg. Und ja, ich finde es aber auch schön, dass Sie diesen Ausdruck nochmal erwähnt haben, weil es mir eben wichtig ist, dieser kein konkreter Protest, sondern dass wir eben sagen, wir alle gemeinsam fühlen uns unwohl. Und da komme ich nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich in der Abschlusspressekonferenz von Kassel erwähnt habe. Was ist eigentlich das Gemeinsame? Und das ist jetzt philosophisch natürlich schwierig, aber es geht um die Frage des Glücksbegriffs. Das heißt, wenn wir uns in dieser Gemeinschaft wohlfühlen, dann gibt es ein paar essentielle Dinge, die uns in diesem Camp wohlfühlen lassen. Das sind Freundschaften, das ist, dass es funktioniert und dass wir gemeinsam unsere Sorgen teilen, dass wir uns aussprechen und das Gefühl dieser Gemeinschaft erleben können. Das ist so eine ganz enge Erfahrung in diesem Camp, die uns auch zusammenschweißt und wo wir auch plötzlich merken, unabhängig davon, wo einer herkommt, ja, ist diese Frage, ob jetzt, wie sieht mein Glück aus, dass ich Freunde habe, dass ich einen Partner habe. Wir können das Leben und das, wo ich mich dann wohlfühle, können wir die Kleidung wegnehmen, wir können das alles wegnehmen und uns nackt hinstellen und plötzlich haben wir einen ähnlichen Glücksbegriff. Über alle Grenzen hinweg haben wir eine ähnliche Vorstellung davon, was uns jetzt in diesem Moment gut tun würde. Und das finde ich spannend und das war auch das, was jetzt in Kassel zum Beispiel möglich war, wo viele dann, ich war dann im süddeutschen Raum relativ stark in der Zeitung und ich habe ja auch viele Kunden, viele Unternehmer, manche davon mit mehreren tausend Beschäftigten und die kamen interessanterweise alle zu mir und haben mir auf die Schulter geschlagen und haben gesagt, wir finden das gut. Und das finde ich eine spannende Erfahrung, weil das hatte ich vorher so nicht unbedingt vorhergesehen, mir war es nur egal. Aber die kommen jetzt auch und sagen, auch ich schlafe schlecht, ich habe natürlich tausend Leute, und ich könnte mich dann auch rausziehen, aber auch ich schlafe schlecht, weil ich mache mir Sorgen um diese Menschen. Das ist jetzt eben ein Unternehmertum, das noch am Mensch hängt. Es gibt aber auch Institutionen, denen ist es eben einfach scheißegal. Das heißt, da versucht der Manager, sein Ding abzuziehen. Und wenn er nichts gewirtschaftet hat, dann kriegt er noch 100 Millionen mit, dass er endlich geht. Ja? Und das ist krank. Und der schläft aber auch nicht so schlecht. Aber das heißt, es ist diese Frage dieses Glücks, dieses Sorgebegriffes, der eben, denke ich, relativ ähnlich ist und wo auch die Personen, die das fühlen, jetzt ähnlich sind. Deswegen fühle ich mich auch der Mahnwache verbunden und ich glaube auch, dass ich hier auch für diese Mahnwache sitze, um die zu repräsentieren. Gut, jetzt gibt es hier Organisationsstrukturen da draußen, hauen so nicht hin, diese hierarchische, zentralistische, dass es auch sehr korruptionsanfällig ist, dass es global sich ausgebreitet hat, dass überall die ganzen Steuerungssysteme nicht mehr funktionieren und unsere Gesellschaft in irgendeiner Form in ertragbaren Bahnen halten soll, wie auch immer. Und was man sehen muss, ist ein Open-Source-Ansatz, ist ein dezentraler Ansatz, horizontale Entscheidungsebenen, alle Prozesse sind offen in dem Ding. Das heißt, was wir da draußen haben, ist eine Gesellschaft, wo alle Prozesse geschlossen sind, man hat keinen Zugang zu den Prozessen. Und das soll umgedreht werden, damit die Menschen wieder daran teilhaben können, woran sie teilhaben wollen. Solche Geschichten, sehr wichtig. Dann ist es auch so, dass Occupy ist eigentlich ein Ausdruck von der Ausdruck von einer Menschheit, die keine Lust mehr hat, die merkt, das geht so nicht mehr weiter, die rote Linie ist erreicht. Ja, deswegen haben wir auch zu Occupy letztendlich Leute, die sich nie für irgendwas eingesetzt haben, weil sie keinen Sinn gesehen haben, auch in alten Strukturen, aber die schon lange halt gemerkt haben, das geht so nicht weiter. Die kamen halt auch hingeströmt, weil es was Neues war, einen neuen organisatorischen Ansatz verfolgt hat, eben nicht Stammes, Sippe, sondern wir reden eigentlich über ein Organisationssystem, was sehr effizient, sehr modern ist. Ja, was man im Internet sieht, nämlich dieses hierarchische, institutionelle, was da draußen stattfindet, ist Information Overload. Die können die ganzen Informationen gar nicht verarbeiten, die nötig sind, um so eine komplexe Gesellschaft überhaupt zu steuern. Deswegen auch eine Dezentralisierung wäre nötig. Das sind ganz wichtige Geschichten. Ja, das heißt, dieser Open-Source-Ansatz, diese Offenheit aller Prozesse, dieses Horizontale, dass im Prinzip die Leute haben keine festen Positionen, sondern die erfüllen nur eine Aufgabe, die sich ständig auch personell wechselt, solche Geschichten, dass jeder Zugang zu Prozessen hat, ganz wichtige Geschichte, dass jeder seine eigenen Entscheidungen fällen soll, selbst sozusagen diese Gesellschaft wird auch entmündigt, die Leute holistisch, dass es eben darum geht, diese Entmündigung umzukehren, dass man die Leute an den Prozessen teilhaben lässt, ganz wichtige Geschichten sind das, ja. Und das muss man auch sehen irgendwo. Und dann auch dieses ganze Lagergerede, finde ich sehr interessant, weil wer sich mit Occupy auseinandersetzt, der weiß, Lager, nee, Camp. Lager hat eine ganz andere Assoziation. Es geht eigentlich um Camps letztendlich. Muss man auch ein bisschen aufpassen, finde ich. Ein bisschen Taktgefühl, Feingefühl. Ne? Vor allen Dingen hier im deutschsprachigen Raum mit Lager. Ne? Und das finde ich halt sehr wichtig, dass sowas zum Ausdruck kommt. Des Weiteren finde ich so, ich habe so das Gefühl, das Buch, also ich habe sehr viele Sachen gesagt, sehr viele Sachen, die ich gut fand. Und ich habe das Gefühl gehabt, die
vernachlässigen diesen äußeren Kontext. Ja, weil Occupy ist ja keine Bewegung in sich, sondern ist ja entstanden aus einem globalen Rahmen, aus globalen Unzufriedenheit. Und dass das Ding um Planeten gehämmert ist, innerhalb von ein paar Tagen auch aus dem arabischen Frühling entstanden, dann zu Ignatos und dann wurde daraus in irgendeiner Form der Occupy-Stempel rausgemacht. Muss man halt auch irgendwo sehen, dass die Wurzeln sind im arabischen Frühling, kamen dann letztendlich dann über Spanien und Europa durch, muss man eigentlich auch damit drin haben, finde ich. Und dann ist es halt wirklich zu sehen, dass dieses Occupy ist ein Ausdruck von ist ein, ja, ist eine Menschheit, die kann nicht mehr, die will nicht mehr, die braucht neue Ansätze, neue Ideen. Und das ist halt das, was da passiert. Und das, finde ich, muss man irgendwo auch berücksichtigen. Und es geht auch gar nicht um Occupy. Occupy ist nicht wichtig. In dem Sinne, es geht eigentlich darum, dass die Organisationformen, die Ideen, dass wir ein globales Problem haben, dass wir global ein neues System brauchen, dass wir ein System immanente Probleme haben sozusagen, wo wir überall konfrontiert werden. Solche Geschichten, sehr wichtig halt, ne? Und von daher würde mich halt freuen, wenn das ein bisschen mehr auch thematisiert werden würde, weil das sind eigentlich die eigentlichen Kern, die Geschichten. Ja? Weil wir haben hier ein organisatorisches Problem da draußen auch. Ja, okay. Gut, ich würde sagen, wir sammeln mal. Es gibt nur zwei Worte, die sich nicht Okay, das fällt mir jetzt super schwer, jetzt irgendwie meinen Punkt, den ich vorhin eigentlich sagen wollte, da jetzt danach irgendwie noch zu bringen, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Also was ich super schwierig finde, hört man mich nicht auch so? Okay, cool. Also was ich super schwierig finde, ist immer dieser Wir-Begriff, also wir sind Occupy, weil ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es einfach schwer greifbar ist, wenn es dieses Wir nicht gibt. Also wir haben das Phänomen, dass die Medien oder die Presse immer wieder Vertreter sucht, immer wieder Sprecher sucht, nicht darauf klarkommt, dass jeder gleich viel zu sagen haben soll und dass es eben nicht Vertreter gibt. Deswegen finde ich das, was du gesagt hast, eigentlich ganz schön. Also dass ihr jetzt sozusagen das macht, was ihr jetzt gerade könnt, dass die Mahnwachenleute das machen, was sie jetzt gerade können. Das finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Aber wie es sich vielleicht dann auch schon rausgehört hat, irgendwie auch gleichzeitig habe ich da auch ein anderes Gefühl. Also es ist auch ein bisschen widersprüchlich, weil dieses Wir so halt schwierig existiert. Also ich weiß nicht, wie oft ich mit Thomas schon aneinander geraten bin. Ja, oder also es ist irgendwie super schwierig, weil man eben durch seinen Aktivismus bringt man was von ganz persönlich von sich selbst zum Ausdruck. Also man öffnet sich extrem und macht sich auch angreifbar, gerade wenn man eben auch in der Öffentlichkeit dann unter dem Pseudonym Occupy-Aktivistin sozusagen auftritt. Und da tut es einem halt sozusagen sehr, sehr weh, wenn dann jemand, der sich auch in diesem Wir begreift, was erzählt, wo man selber sagen würde, oh Gott, genau das ist der Grund, wofür ich nicht auf die Straße gehe oder warum das gerade der Punkt ist, warum ich mich nicht mehr auf einmal jetzt mit Occupy identifizieren kann. Und das, denke ich, ist eine große Stärke einerseits und ein großer Schwachpunkt andererseits der Bewegung. Und deswegen bin ich auch total dagegen. Und das sehe ich auch als einen Fehler, der zumindest in den Occupy-Gruppen in Deutschland gemacht wurde, ganz klar darin, dass man sich so sehr in so eine Organisationsform hat reindrücken lassen. Also in dem Moment, wo man irgendwie Buttons trägt, Occupy Frankfurt, oder also es wird nicht mehr zu einem Inhalt, irgendwie besetzen, Themen besetzen oder Plätze besetzen. Das klingt so, also lieber Themen besetzen vielleicht. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber genau, es wird zu so einem Label und das finde ich ein Riesenproblem. Und das wird, und deswegen bin ich total dagegen, dass man dieses Occupy als Begriff so hochhält und wäre eher dafür, dass man sich wieder überlegt, okay, warum ist man denn zusammengekommen? Und da ist dann auch wieder so der Punkt, wo ich super sauer mit vielen Leuten bin, wo ich das Gefühl habe, das wird zu so einer Ego-Geschichte, dass man immer sich selbst halt diesen Stempel gibt, so ich bin Occupy. Das ist irgendwie ein Riesenproblem und da würde ich mir irgendwie fast schon wünschen, dass man diesen Begriff, obwohl er natürlich auch brauchbar ist auf anderer Ebene, wieder irgendwie ad acta legt und sagt, worum ging es uns denn ursprünglich? Und da vielleicht wieder so, wie auch in den USA ursprünglich so anarchistischere Strukturen irgendwie reinbringt. Ja? Und das haben wir leider, finde ich, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen vergeigt, weil man kann diesem Laden, also zumindest in Frankfurt, eigentlich überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil ja jeder immer versucht hat, so das Beste zu geben und es halt dann irgendwie so zusammen dann irgendwie funktioniert hat und manchmal dann auch nicht. Aber das finde ich so ein bisschen problematisch und es passiert leider viel zu viel immer noch, dieses Labelhafte. Gut, vielen Dank.
Hatten wir da noch eine Dreh-Gedanken? Nein, Sie haben zurückgezogen. Also ich kann das gerne nochmal aussprechen, ganz kurz, warum ich mich gerade so ein bisschen aufgeregt hatte, war die Aussage hier, sitzt die Mahnwache. Wenn die Mahnwache irgendwo sitzt, dann ist es da hinten im Eck. Der Herr, der da so schön gesprochen hat, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Und ich wollte eine Frage an den Herrn Beck auch stellen, der ja wohl in Kassel sehr oft aktiv war im Camp. Ich wollte nur fragen mal zu den Zelten generell. Ich war auch oft am Camp dort und habe da eine riesen Wiese mit diesen weißen Zelten gesehen und mit der klipp und klaren Aussage, man darf die nicht benutzen. Und dann frage ich mich, wofür dann Zelte gut sind, wenn man sie nicht benutzen darf. Also ich habe das gesehen und ich dachte mir, ja gut, viele Leute sind einfach außen rum gegangen und haben sich so fragend die Dinger angeguckt und haben die eher als Hindernis gesehen, wo man durchlaufen muss. Ich habe mir gedacht, oh, das ist ein Zelt, da lege ich mich rein und mache es mir da mal ein bisschen gemütlich. Woraufhin direkt jemand kam und gesagt hat, nein, das möchte der Künstler nicht. Dann frage ich, was der Sinn dieser Zelte denn überhaupt gewesen sein soll. Das war Kassel. Ja. War Kassel? Ja. Also vielleicht kurz zwei Sachen dazu. Das heißt, wenn ich sage, ich will mit der Mahnwache punkten, dann bin ich der Meinung, dass wir beide gemeinsam irgendwie Mitglieder eines Vereins sind, der Okupai heißt. Mhm. Ja. Also das heißt, Okupai gibt es nicht. Ich wurde oft gefragt, ja, wie kann ich Mitglied werden? Ich sage, wenn du da bist, bist du da. Wenn du weg bist, bist du weg. Ja. Das heißt, mich verbindet mit der Mahnwache auch nicht dieser Begriff, sondern mein Gefühl. Also ich schön, dass ich es toll finde, wenn die da draußen ist. Und ich versuche, mein Ding zu machen. Mehr ist da nicht. Ja, da gibt es kein Ding oben drüber oder sowas, was da schwebt und auch keinen Verein, wo ich jetzt abstimmen kann, der Vorstand ist. Und wenn immer einer gefragt hat, wer redet bei euch, sage ich, fragt da rein. Ja, also das heißt, Occupy gibt es de facto nicht, sondern es gibt ein Gefühl, was uns verbindet und das Ding hat halt irgendwie jetzt gerade nachgedacht. Ja, also jetzt mal, das ist egal. Bei Kassel muss ich vielleicht die Entwicklung kurz auf den Punkt bringen. Das heißt, ich hatte so für mich seit 3 Jahren ein Kunstprojekt und ich habe mit Occupy Wall Street sympathisiert und ich bin dann in Kassel hängen geblieben, nachdem ich die Documenta besucht habe und ich war am Ende mehr im Camp wie auf der Documenta. Und da war so die Frage, wie können wir mit dem Publikum dort kommunizieren? Und Kassel war jetzt eben was, wo kein Symbol hatte wie Frankfurt, sondern auch die Leute dort waren von Anfang an der Meinung, das ist eine Bühne. Wir haben da einen schicken Rasen und da laufen ca. 800.000 Leute vorbei. Finden wir gut. Ja, deswegen setzen wir uns hier mal hin. Und dann war die Frage, weil das Publikum ja schon auch zum Teil etwas anders ist, dass auch so ein Dokumentar kommt, wie kommunizieren wir mit denen? Ja. Und ich bin dann heimgefahren und dann hatte ich eine Idee und die habe ich ins Lager eingetragen. Ich habe gesagt, Leute, lasst uns ein Kunstprojekt draus machen und auf Augenhöhe mit den Zuschauern und mit diesem Publikum eben kommunizieren. Und die Idee, ich bringe es jetzt ganz kurz auf den Punkt, war, es war ja lustig, der rechte Rasen war frei, ja, also so von oben. Spezialen aus und dann haben wir eben gesagt, okay, ja, wir bauen, wir kontrastieren das Camp. Wir machen einen Kunstteil dazu, eine spießige weiße Reihenhaussiedlung und das Camp. Und das ist der Zusammenbruch. Wir haben auf die Zelte geschrieben, wo dran wir glaubten, dass eben die Gesellschaft krank. Also wir haben weiße, klare Zelte mit 20 destabilisierten Begriffen. Drüben das Video Occupy Camp, wo dann eben neues Denken war. Gemäß dem Motto der Documenta, Zusammenbruch wieder aufbauen. Zusammenbruch waren die weißen Zelte. Und dann war eben das wilde Zeltlager, das eigentliche Zeltlager, war eben der Wiederaufbau des Denkens. Ja, das war die künstlerische Idee und hat eben dazu geführt, dass zum ersten und einzigen Mal im Documenta ein Kunstwerk bleiben durfte, obwohl es nicht kuratiert war. Und wir hatten am Ende auch eine Pressekonferenz mit der Kuratorin, die gesagt hat, ja, sie stimmt mit diesen Zielen überein und sie fand diese Aktion gut und sie stand im Sinne von Josef Beuys. Ansonsten kommt circa eine Sporthalle voll Begleitkunst über eine Documenta, circa, die wird abgeräumt. Das heißt, es war ein einmaliger Vorgang und es war eben so, dass das nicht von mir kam, sondern dass das ganze Camp diese Idee getragen hat, weil es klar war, wenn diese Zelte irgendwann besprüht sind, wenn die defekt sind, wenn es dann genauso ausschaut wie auf der anderen Seite, dann haben wir dieses Kommunikationsinstrument weg und die wollten eben auch, die Camper wollten eben das Kommunikationsinstrument haben. Deswegen war es schon ein bisschen komisch, wenn sich dann ein Europist sondern ermahnt und sagt, pass mal auf, du kannst jetzt die Zelte da nicht anmalen, was draufschreiben, ja, weil das ja völlig entgegen der Idee ist. Ja. Also das wird auch normal so nie passieren, aber es war eben dieses Kommunikationsinstrument, Documenta-Publikum, deswegen hat man eben einfach aufgepasst, dass das über die Zeit Documenta funktioniert hat. Ja. Und das habe ich nicht gemacht, sondern das war eben allgemeiner Beschluss in der Assemblée in Kempten, wir wollen das so treiben. Ja. Und deswegen auch der etwas ungewöhnliche Beschluss in Kassel eben zu gehen. Ja. Dass wir eben gesagt haben, wir haben die Bühne, danke, wir gehen, wir zeigen es euch auch, dass Occupy eben gehen kann, dass wir uns nicht immer wegtragen lassen, sondern was wollen wir uns auf dem Friedrichsplatz nach der Documenta wegtragen lassen? Das wäre eh gekommen. Dann haben wir gesagt, nee, wir können auch anders, wir zeigen euch, es ist geil, wenn wir uns von der EZB wegtragen lassen, das hat einen Symbolwert. Ja.
aber in Kassel vom Frühlings klassisch wegtragen zu lassen, einmal. Und da haben wir gesagt, wir gehen einfach früher. Und das war das Spiel. Ja, vielen Dank für die Wortmeldungen. Ich bin deswegen sehr dankbar dafür, weil Sie, ich glaube, Sie haben wirklich jetzt greifbar und auch lebhaft für uns gemacht, was ich vorhin etwas abstrakt mit dem Dilemma oder der Diskrepanz zwischen den Ebenen von Repräsentation und Bedeutung versucht habe zu erklären. Worum es geht, ist genau dieser Punkt, dass die Darstellung, die Repräsentation nicht eins zu eins gleichzusetzen ist mit der Bedeutung. Das ist natürlich für die Beteiligten eine oft schmerzhafte Erfahrung. Sie sind ja jetzt wieder hier, Sie haben das, glaube ich, wirklich gut angesprochen, auch mit den Schwierigkeiten und auch den Konflikten, die man da erlebt, wenn es darum geht, dass verschiedene Symboliken von Occupy aufgegriffen werden und dann auf anderen Ebenen wieder zum Einsatz kommen. Und das ist sehr oft eine schmerzhafte Erfahrung, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das anerkennen. Und wenn man jetzt sagt, okay, dann nennen wir das Phänomen Occupy. Wenn wir das Phänomen Occupy versuchen wollen zu verstehen, dann kann sich das nicht darauf nur beschränken, was konkret von Personen, die sich ganz konkret mit Occupy identifizieren, vorgegeben wird oder auch gemacht wird. Das heißt, Occupy, das Phänomen Occupy, dessen Bedeutung resultiert nicht nur aus den Vorgängen in den Camps, sondern da ist sehr viel mehr dazu heranzuziehen. Und das ist diese schmerzhafte Kluft zwischen den Ebenen von Repräsentation und Bedeutung. Und ich verstehe auch, dass man dann sagt, okay, wir wollen jetzt eigentlich nicht mehr mit diesem Label Occupy operieren, weil das natürlich schon sein eigenes Baggage entwickelt hat. Gleichzeitig müssen wir aber anerkennen, dass genau dieses Label Occupy das Phänomen auch zu Beginn sehr hilfreich in Gang gesetzt hat. Also ohne diese Identifizierung mit dem Label Occupy gibt es wahrscheinlich auch das Occupy Frankfurt nicht. Und das ist eben, das ist die Schwierigkeit, aber ich glaube, wir haben das jetzt an Ihren Wortmeldungen wirklich auch sehr lebhaft vorgeführt bekommen. Danke. Ich möchte auch nur kurz sagen, dass ich den meisten Schilderungen von gesellschaftlichen Zuständen, in denen Occupy agiert hat, wirklich zustimmen möchte und alles das, was Sie skizziert haben, als ein Umfeld, das immer mitzudenken ist, wenn wir über Occupy sprechen, dem entschieden mir einfach zu. Ich glaube, das eine, ein Punkt, der ganz wichtig ist, um über Möglichkeiten, Strategien, Taktik, Anliegen nachzudenken, eine Grundbedingung heute ist ja, dass wir in einer Situation uns befinden, in der Gesellschaft höchst zerklüftet vorliegt. Und diese Zerklüftung hängt mit vielen Dingen zusammen, können wir über Ursachen nachdenken, aber besser ist wahrscheinlich, wenn wir uns den Effekten dieser Zerklüftung widmen. Weil diese Zerklüftung unserer gesellschaftlichen Zusammenhänge ja bedeutet, dass wir selbst in ganz viele Ebenen von gesellschaftlicher Aktion eingebettet sind. Und jeder auf jeweils eigene Art und Weise. Und das ist eine der Schwierigkeiten auch, um eine Form von Kollektivität herzustellen, wenn wir uns in dem, was wir als eine Gesellschaft uns gegenüber uns vorstellen oder erleben, uns in das einfügen oder gegenüber dem agieren wollen. Weil diese Gesellschaft aufgrund dieser Zerklüftung nicht in dieser klaren Gegenschaft heute vorhanden ist, sondern wir sind mit einem sehr diffus gewordenen Gegner, falls ein solcher oder eine Gegnerin existiert, uns auseinandersetzen müssen. Also in letzter Konsequenz müssen wir uns mit uns selbst, mit unserer eigenen Vorstellung von Gesellschaft, von dem, was eine andere Möglichkeit von Gesellschaft ist, auseinandersetzen. Das ist ja etwas, was Sie auch angesprochen haben. Und eine Möglichkeit, das zu tun, und das ist auch etwas, was hier Occupy getan hat, ist das Herstellen eines Ausnahmezustands. Das Herstellen von etwas, das nicht dieser Norm der gesellschaftlichen Ordnung entspricht, sondern eine eigene Gesetzmäßigkeit, eigene Regelhaftigkeit, eigene Systeme, Offenheit und so weiter entwickelt hat. Für diesen Ausnahmezustand typisch ist aber auch eine bestimmte räumliche Form. Und das ist wahrscheinlich eine nicht ganz zufällige Nähe zwischen dem, was wir als Lage bezeichnen, was da angeklungen ist, dass ein ganz schwieriger Begriff ist oder was sich als Camp versteht. Denn diese Form von Zusammensein, schauen wir uns verschiedene Standorte an, wo Occupy aktiv geworden ist und im Stadtraum präsent war. Denken wir an New York, denken wir an verschiedene amerikanische Besetzungen. Dort war gerade diese Form eines Camps oder eines Lagers letztendlich eine auch, die von der Polizei sehr schnell kontrolliert werden konnte. Dann sind zwei Anliegen zusammengekommen. Das eine Anliegen ist, einen Ausnahmezustand aufrechtzuerhalten. Das andere Anliegen war, diesen Ausnahmezustand kontrollieren zu können. Und die Frage, die sich wahrscheinlich stellen wird, und die
die große Frage, die mit politischen Dimensionen von Macht und Herrschaft zu tun hat, ist natürlich, wie Kontrolle in der Gesellschaft ausgeübt wird und wer sich in wessen Kontrolle begibt. Im Prinzip war in New York ein Zustand, in dem das Land selbst von der Polizei umstellt war, umzäunt worden war, bewacht worden war und sich ein eigenes Lager errichtet hat, in das sie sich selbst begeben hat. Die Polizei hat es gesehen als ein Lager, das die Polizei errichten geholfen hat, indem sie das Lager umstellt hat, mit Polizeikräften bewacht hat und kontrolliert hat. Und wie Kontrollflüsse gestaltet werden, ist eine wichtige gesellschaftliche Diskussion. Und Hockey weiß sich ein Vehikel, um diese Diskussion immer wieder zurückzustarten. Jetzt tun wir es okay. Ja, ich hätte noch mal einen ganz kurzen, einen sehr einfachen Blickwinkel auf die Sache und der fehlt mir heute hier eigentlich. Der fehlt mir auch sehr oft bei anderen Gesprächen über Occupy. Weil ich kann mich im Rahmen mit Occupy beschäftigen in verschiedenen Ebenen. Ich kann zum Beispiel Flugblätter auf der Straße verteilen. Ich kann mich mit irgendwelchen hochphilosophischen Blickwinkeln über Occupy beschäftigen. Ich kann auch als Polizist einen Absperrgitter errichten, dann beschäftige ich mich genauso gut mit Occupy. Das Einfachste und das irgendwie auch das Niedrigschwelligste, was ich sehe bei Occupy, ist, was immer ich tue, verändert mich. Und weil ich mich verändere und weil ich ein Stück dieser Welt bin, verändere ich dadurch diese Welt ein Stück weit. Und wenn ganz viele andere auch ein ganz kleines Stück weit was verändern, dann können wir alle die ganze Welt verändern. Und das ist, glaube ich, das, was letztendlich auch die wirkliche Stärke, die essentielle Kraft dieser Occupy-Bewegung ausmacht. Ja, also es gibt so viel zu sagen, aber muss ich kurz fassen. Ich sage vielleicht auch für eine Erklärung meiner eigenen Position. Ich war immer in Theorie engagiert, ich war immer Bewegungsaktivist und ich war immer organisierter Linke. Ich glaube, diese drei Punkte schwangen alle mit. Das eine möchte ich nur nochmal als Verweis auf dieses Buch. Dieses Buch enthält in einer wirklich vorbildlichen und außerordentlich gelungenen Weise eine Verbindung zwischen der politischen Praxis und der Theorie. Dem nachzugehen, empfehle ich einfach. Das ist eine Schwäche der gegenwärtigen Bewegung. Es gibt einen Rückstand auf die Theorie, die sie bedürftig, der sie bedürftig wäre. Das liegt in diesem Buch in guter Weise vor. Deswegen nochmal als Empfehlung auf dieses Buch. Jetzt eher die Frage Bewegung und was mehr als Bewegung oder außerhalb Bewegung. Du hast es gesagt mit Ausdruck und Bewegung. Das fand ich insofern, ich fand es richtig, was du gesagt hast, würde das aber nicht gegeneinander setzen, sondern ich finde, dass das, was du mit Ausdruck benannt hast, die spezifische Bewegungsform ist, die Occupy eben möglich gemacht hat. Und wir haben uns angewöhnt in den letzten Jahren immer so erstarrt ein Lob des Vielen und des Unüberschaubaren und des Unendlichen sozusagen zu singen. So doll ist es jetzt auf der anderen Seite mit dem Vielen auch nicht. Es gibt verschiedene Bewegungstypen. Es gab die sogenannte, deswegen ja, alte soziale Bewegung, die Arbeiterbewegung. Es gab in den 60er, 70er, 80er Jahren die neuen sozialen Bewegungen. Mit gutem Grund hat man die globalisierungskritische Bewegung als Bewegung der Bewegungen bezeichnet. Das ist gut und wichtig zu wissen, weil sich daran wichtige Unterschiede und auch Lernschritte der Kämpfe über Jahrzehnte hinweg ausdrücken darin. Und das Occupy über Ausdruck formuliert wird, trifft tatsächlich das Besondere. Es gibt in Occupy, finde ich, eines der interessantesten Momente, eine außerordentliche Problematisierung des Verhältnisses der Einzelnen zum Gemeinsamen. Das ist meines Erachtens Teil der Besonderheit. Ich glaube nicht, dass Occupy das schon gelöst hat. Ich glaube, dass Occupy dieses Problem stellt. Ich will eins kurz benennen, wo ich mich vielleicht unbeliebt mache. Die Horizontalität und das Recht eines jeden und einer jeden zu sprechen, ist nicht unbedingt in jedem Fall die Herstellung eines gelungenen Gemeinsamen, sondern kann auch der Horror unendlich vieler Individualmarken sein. Und insofern glaube ich, ja, wir haben die Versammlung und das, warum ist das ein befreiendes Politisches ohne die Versammlung nicht geben kann, das haben wir gelernt. Wir müssen, und das musste man auch in der globalisierungskritischen Bewegung schon, wir müssen dennoch auch die Frage stellen, was ist, und zwar gerade wieder im Übergang von der Augenblick zur Dauer und im Blick auf die Frage, wie verhalten sich die Einzelnen zum Gemeinsamen. An dieser Stelle sitzt das Problem der Organisation. Dieses Problem haben wir nicht gelöst. Ich selber war immer organisierter Linker, ich entstamme einem Organisierungsprojekt, nehme auch daran teil.
glaube nicht, dass das schon weiß, wo es hin muss, aber das ist ein bisschen ähnlich wie bei Occupy. In der interventionistischen Linken wird ein Problem gestellt, das Organisationsproblem. Es wird nicht, ist nicht gelöst, aber es wird bearbeitet. Ich glaube, das ist eine allgemeine Notwendigkeit. Und dann möchte ich auch nochmal zu dem Punkt kommen, mit dem, weil ich das aufgeworfen hatte, mit der Frage mit des Sieges und dessen, was man sich vornimmt und warum eine Bewegung abflaut. Eine Bewegung flaut ab, wenn sie auf die Dauer nichts erreicht. Dann haben die Leute die Schnauze voll und gehen nach Hause. Wir sind hart an diesem Punkt dran, dass die Demonstration gegen Merkel in Athen so relativ schwach war, hat damit zu tun, dass die Griechinnen und Griechen verdammt nochmal kaum Aussicht haben, sich durchzusetzen. Und dass es deswegen bröckelt, das ist ein Problem. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir anstelle einfach nur auf die Elastizität und die Komplexität und die Unüberschaubarkeit des Systems zu verweisen und auf den Punkt, dass es kein Zentrum hat. Das stimmt alles. Das stimmt. Dennoch gibt es unterschiedliche Ebenen, die wir auseinanderhalten müssen und können. Zum Beispiel die Frage, wie verändern wir das gesellschaftliche Naturverhältnis, ist meines Erachtens tatsächlich eine Frage, keine Frage des Sieges, sondern eine Frage der Schwäche, des der Rücknahme von Macht über Natur. Die Frage der Geschlechterverhältnisse ist überhaupt keine Frage von schnellen Entscheidungen, sondern einer langen Dauer gelebten Lebens. Da ist eine Frage eines Sieges morgen gänzlich unangemessen. Dann gehen die Leute, glaube ich, eher auseinander, wenn diese Frage gestellt wird. Es gibt aber Fragen, wo definitive Entscheidungen fallen müssen. Die Frage zum Beispiel von Herrschafts- und Ausschlussverhältnissen. Da bringt es überhaupt nichts, das auf Dauer zu stellen, sondern das muss aufhören. Das muss erreicht werden und das kann auch in Schritten erreicht werden. Die muss man anvisieren und dann auch umsetzen. Wenn zum Beispiel Leute wegen ihrer ethnischen Herkunft einen minderen Status haben, dann muss das beendet werden. Und es gibt Formen, in denen es beendet werden kann. Da ist es überhaupt nicht das Lob des Unendlichen zu singen, sondern da wollen wir morgen siegen. Und die Frage, um die sich die Bewegungen, sagen wir mal die Bewegungen seit den 1980er Jahren herumdrücken, das werfe ich den Bewegungen nicht vor, es ist aber so, die sie meines Erachtens dringend in den Blick nehmen müssen, es gibt eine Frage, in der die Frage des Sieges unglaublich schwer ist, unglaublich unübersichtlich ist und dennoch gestellt werden muss. Das System mag sehr elastisch sein und es mag kein Zentrum haben. Es gibt aber einen Punkt, an dem es definitiv umkämpft ist. Und das ist die Eigentumsfrage. Und ich glaube, dass das Kapital weg muss. Und dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, da irgendwie was von langer Dauer, außer dass es voraussichtlich lang dauert. Das ist richtig. Aber das ist nichts, was wir affirmieren dürfen, im Sinne von einer endlos langen Dauer, wo das Viele und das Neue und das Andere, dieses Lob des Vielen, des Neuen und des Anderen hat auch seine Grenze. Die Eigentumsfrage stellt sich und die Eigentumsfrage verlangt definitive Entscheidungen im globalen Rahmen. Und auch dafür brauchen wir Organisation und dafür müssen wir uns auch einem weiteren unappetitlichen Komplex zuwenden. Es ist die Frage der Macht. Wir kommen um diese Frage nicht rum. Auch wenn niemand eine gute Antwort drauf hat. Aber die Leute aus der Geschichte der Linken, aus der Geschichte der Bewegung, die ein zugegebenermaßen zu unproblematisches Verhältnis zur Macht hat. Ich glaube, es ist ganz interessant, sich den Leuten auch wieder zuzuwenden, weil sie immerhin dieses Problem stellen. Und nur wenn wir das Problem ausdrücklich stellen, kommen wir auch in die Nähe zu Antworten auf dieses Problem und Bearbeitungsweise dieses Problems. Und das, ja, damit kann man ganz, ich will es praktisch enden lassen. Wenn wir weitermachen wollen in dem Drive, der 2011 begonnen hat, dann sollten wir, glaube ich, das uns ganz deutlich machen, was das Besondere von Tunis und Kairo war, dass dort im Unterschied zur globalisierungskritischen Bewegung vorher, die immer nur gesagt hat, eine andere Welt ist möglich. Auf dem Tahrirplatz wurde der Übergang in eine andere Welt durchgeführt. Diese Frage stellt sich, uns in einem konkreten Sinn, wenn es so ist, dass die Kämpfe sich im Moment in unserem Horizont, also im europäischen Horizont, auf den Süden Europas konzentrieren, dort aber nicht ausgefochten werden können, weil was bitte sollte zum Beispiel eine syrische Regierung, die von den Bewegungen gedeckt würde, was sollte die denn in Griechenland alleine für sich erreichen? Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie stellen wir eine tragende
und schlagende Verbindung her zwischen den Kämpfen im Süden und den Kämpfen, die wir zu führen haben. Da wird das alles ganz definitiv und das ist, glaube ich, die Hausaufgabe für uns in der nächsten Zeit. Noch zwischen zwei Wortmeldungen sind länger Zeit zu tun. Ja, gut. Ich finde mal, es ist schon angeklungen, dass die Occupy-Bewegung wieder abwackeln könnte. Aber da mache ich mir absolut keine Sorgen. Wie gesagt, also, ob das Kind jetzt Occupy heißt oder ob das Kind Waldbesetzung heißt im Kelzerbacher Wald gegen die Landemar Nordwest oder ob das die Hausbesetzung, die unlängst war in der oberen Ausstraße 7 in Mainz oder Grenzcamp und so weiter. Das, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, da kommen wieder andere Sachen. Ja? Es ist halt unheimlich wichtig, dass sich gegen dieses menschenverachtende kapitalistische System, sei es hier im Westen, sei es in Russland, beispielsweise Putin, ja, Stichwort Pussy Rights, sei es hoffentlich auch bald in China, ja, sich gegen menschenverachtende Strukturen durchzusetzen, ja, da machen wir überhaupt keine Sorgen. Also wichtig ist es eigentlich immer am Ball zu bleiben und neue Strukturen, wobei also letztendlich die Strukturen von solchen Aktionen, letztendlich habe ich die Beobachtung gemacht, eben eigentlich immer gleich ist. Ja? Also es werden neue Möglichkeiten, ja. Also, gerade jetzt in der oberen Ausstraße 7 in Mainz, ja, die Hausbesetzung, die 3,5 Wochen gedauert hat, da haben die Leute also wahnsinnig tolle Aktivitäten. Es gab Vorkühe, es gab eine Yoga-Gruppe, es ist Adorno gelesen worden, der Herr Hart, Professor Hartmann von der Uni Darmstadt da, also hat über soziale Fragen geredet, ja. Es war jemand da aus Wiesbaden, Namen fällt mir jetzt nicht ein, der hat über die Obdachlosen gesprochen und eben Diskussionsrunde, also es ist wahnsinnig viel, dann etliche Filme, also auch eine Ausgesetzung aus den 70er Jahren in Mainz, also das war super, ja. Und wie gesagt, also das muss weiterleben. Und Klaus der Geiger hat mir mal ein Geheimnis verraten, also in einem Interview, und zwar im Kelzerbacher Wald, als er ein Konzert gegeben hat. Dort, wo sich die Menschen eben zu solchen Aktionen versammeln, ja, das sind Orte, wo sich die Menschen am liebsten treffen, ja, oder wo sie am liebsten mit anderen Menschen zusammen sind. Danke. Das wäre im Prinzip die Herstellung der Mündigkeit als den kantischen Gedanken. Ja, das heißt, dass tatsächlich ein Bürger irgendwie anfängt, sich zu bewegen und nicht nur, wie er richtig gesagt hat, wenn der Frosch in seinem Vorgarten dann plötzlich gefährdet ist oder den er weghaft, wenn er da am liebsten die Straße drüber bauen will. Das heißt, das sind so die Elemente, wenn wir wirklich zu dem mündigen Bürger kommen, der sich auch beteiligt und wenn es Strukturen gibt, die seine Beteiligung auch nutzen, ja, dann glaube ich, dass wir tatsächlich über die Jahre weiterkommen. Sagen Sie sich nicht durch deinen Beitrag jetzt eben, wo ich meine, es ist nicht nur eine Frage, also, so ist es besser, glaube ich, ja. Es ist, glaube ich, nicht nur eine Folge von Erfolglosigkeit von Bewegung, ob diese Bewegung abflaut oder nicht, jede Bewegung hat auch ihren Zenit. Und wenn der überschritten ist, dann flaut die Bewegung selbstverständlich nicht in der Natur der Sache. Es gibt einen Lebenszenit und diesen Lebenszenit, den gibt es natürlich nicht nur für natürliche Personen, sondern eben auch für Gesellschaften, für Bewegungen. Und dann ist es sogar unabhängig davon, wie erfolgreich oder erfolglos diese Bewegung ist. Wenn einfach der Höhepunkt überschritten ist, dann kann es naturgemäß nur noch weiter bergab gehen. Und ein Zenit, deshalb, das ist auch mit ein Grund, weshalb ich mich auch gegen den Begriff Bewegung im Zusammenhang mit Occupy, ich möchte nicht sagen, unbedingt wäre, aber weshalb ich damit ein gewisses Problem habe, deshalb, weil diesen Zenit, den kann ich bei Occupy nun irgendwie nicht erkennen, weil eben da, weil Occupy sich nicht punktuell an einer Problematik festmacht, sondern eben, weil es ein Ausdruck eines gesamten Lebensgefühls ist. Und beim Ausdruck eines gesamten Lebensgefühls kann man kein Zenit überschreiten, in meinen Augen. Danke.
gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Dann haben wir jetzt noch Zeit für eine kurze Podiumsrunde. Gerne. Zur Frage, was der wichtigste Schauplatz der Auseinandersetzungen sein wird, da denke ich, der wichtigste wird die Besetzung von uns selbst sein. Das klingt jetzt so schlagwortmäßig, ist aber ganz zentral, wenn man sich vor Augen führt, wie denn oder von welchen Köpfen eigentlich die Occupy-Bewegung auch geboren wurde. Das Bezeichnende ist ja, dass Occupy als Phänomen, wenn man so will, um nicht immer diese Diskussion mit dem Wort Bewegung zu haben, ja ein Kind des Systems selbst ist, nicht nur weil das System die Probleme geschaffen hätte, auf die reagiert wurde, sondern dass gerade die Beteiligten am Protest, die kritischen, kreativen Köpfe, Kinder des Systems sind, weil das System angewiesen ist auf Innovation, auf kritische Geister. Und genau diese Art des Denkens wird eigentlich kultiviert. Jetzt haben wir eine Situation, wo sich diese kritische Kapazität auch kritisch mit dem System selbst auseinandersetzen zu Beginn. Und das Interessante wird sein, anzusehen, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird. Um hier auch kurz anzuschließen, ich würde keineswegs glauben, dass hier ein Zenit tatsächlich überschritten ist, denkt man Bewegung in einem größeren, erweiterten Sinn. Denn wir haben es ganz sicher mit Effekten zu tun, die von politischen, ökonomischen, kulturellen Entwicklungen angeleitet sind, die so Phänomenen wie die Regulierung, neoliberales Wirtschaft und so weiter zu tun haben. Und diese Phänomene von rascher Zerstäubung, die wir dann auch mit Bewegungen, Gruppierungen rasch sehen, dass es sehr schwierig geworden ist, kollektive Subjektivitäten langfristig zu stabilisieren. Aber gewiss ist dieses Phänomen von Zerstäubung, das Zerklüften, auch etwas, das einen Möglichkeitsraum schafft, nämlich einen Möglichkeitsraum, sich immer wieder an immer neuen Formationen zu treffen, zu begegnen und hier flexiblere Strukturen, damit wahrscheinlich aber auch langfristigere Strukturen aufrechtzuerhalten. Was mein Optimismus auch ausmacht, ist, dass keineswegs mit Occupy so etwas entstanden ist, was wir irgendwann mit dem Schlagwort der Politikverdrossenheit kennengelernt haben, sondern im Gegenteil, es gibt eine Begeisterung für Politik, wenn wir Politik verstehen, nicht als eine Beteiligung an vorhandenen politischen Landschaften, sondern als ein Herstellen von einem Dissens. Und Dissens ist ja ein ganz wesentliches, ein grundsätzliches Mittel, um selbst politisch aktiv werden zu können und um alternativen Möglichkeiten aufzuzeigen, die heute noch nicht vorhanden sind. Ja, ich glaube, die Schlussbetrachtung ist tatsächlich die, dass das Wort Bewegung diese Mündigkeit mit einschließt und eben die Trägheit des Menschen, sich und sein Unwohlsein keinen Ausdruck zu verschaffen, eben überwunden hat. Und ich glaube, da war auch ein Anstoß und es gibt jetzt eben unterschiedliche Formen, wie das zukünftig gelebt wird. Das heißt, die einen werden versuchen, dass, so wie ich es gesagt habe, ein wesentlicher Effekt ist, dass ich mich selbst verändert habe. Wir haben uns selbst verändert, wir kamen durch die Momente, die wir gemeinsam hatten, weiter. Es gibt eine Vernetzung, das heißt, es gibt einfach andere Lebensformen, Veränderungen, die sich angestoßen haben. Und ich hoffe einfach, dass es in einem großen Umfang gelingt, diesen allgemeinen Unmut weiter in eine politische Agitation zu bringen. Und dieser Unmut ist groß. Und auch wenn ich gespürt habe, wie viel Positives mir auf diese Kassel-Aktion an Menschen oder von Menschen gegenübergebracht wurde, die eigentlich überhaupt sich nie bewegt haben, die nur gesagt haben, wir sind froh, dass ihr das gemacht habt. Die haben ihren eigenen Trägheitsmoment noch nicht überwunden, aber die haben jetzt zumindest gesagt, auch wenn sie erst konservativ sind, nein, wir fanden es gut, dass mal einer was gesagt hat, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist zwar ja, unendlich einfach, ja, also das ist eine Theorie, das ist grausam, da wird man den Kopf schütteln, aber es ist zumindest ja, eine Zustimmung, wo man sagt, okay, aber auch bei diesen Menschen spüre ich und denen waren wir auch Ausdruck, da waren wir auch Stellvertreter und ich denke, daran sollten wir auch weitermachen. Was ich habe da keine Lösung, aber ich würde das Problem jetzt nochmal ganz gern ansprechen, ist, dass bei Occupy diese Frage der Repräsentation schon auch schwierig ist. Das heißt, welche Vertreter senden wir wohin? Was ist mit der Realpolitik? Also auch sein Hinweis, dass die Linke vielleicht auch daran nicht gescheitert ist, aber immer Schwierigkeiten hatte, weil man
ja selbst diesen Eindruck hatte, wenn ich dann die Macht anstrebe, bin ich ja Teil dessen, was ich eigentlich bekämpfen will. Das heißt, das ist so dieser Kreis, wo ich will da eigentlich gar nicht hin, ich will ja mit diesen Leuten unter Umständen gar nicht reden. Und wenn ich mit denen rede und zurückkomme in meine Gruppe und ich war als Repräsentant dort, dann bin ich ja, sagen wir mal, so ein bisschen unrein. Ja, das heißt, ich habe da irgendwas Reales gemacht mit denen. Ich habe wir sprechen gerade mit dem Oberbürgermeister von Kassel, weil wir Nachfolge gefolgt haben. Aber die, was zum OB gehen und mit dem reden, wenn die zurückkommen, da ist dann schon die Frage, ja, wie transparent ist das jetzt? Was haben die da gesprochen? Wollen wir wirklich was Reales? Wollen wir was von denen annehmen? Ja, das heißt, da steht man sich zum Teil auch selbst im Weg. Ja, das heißt, um die konkreten Schritte gehen zu können, sind wir manchmal auch blockiert, weil es die Reinheit des Protests, die Reinheit der Idee befleckt, wenn man sich mit dem System einlässt. Und das ist auch diese Grundsatzfrage, was wollen wir, finde ich auch immer spannend, wenn wir es im Camp diskutiert haben, Revolution oder Evolution. Manche, wenn ich Evolution gesagt habe, die haben mich fast aus dem Camp getrieben, ja, verstehe ich auch warum. Aber die Frage ist einfach, wenn wir eine große Masse mit uns gehen lassen wollen, ja, also wenn wir wirklich auch diese 99% mitbewegen wollen, dann ist schon die Frage, müssen wir uns mit denen nicht auseinandersetzen und ist das leider nicht ein Teil dieses Systems? Müssen wir mit denen nicht reden? Müssen wir die nicht bewegen? Und dann steht aber diese Reinheit der Idee einfach ständig in Frage. Das heißt, ich habe da ein Problem der Intellektualität und auch des Gefühls. Eigentlich will man mit denen nichts zu tun haben, man braucht es aber, um es zu verändern. Das heißt, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich glaube, dass die zukünftigen Schritte, zumindest, ich habe dafür keine Lösung. Ich möchte nur, dass man sich dessen eben bewusst ist, dass man sich damit unter Umständen selbst blockiert und eine reale Veränderung damit gefährdet, indem man diese Ängste hat. Also insofern, ich bin zuversichtlich, ich bin der Meinung, viele haben sich gefunden, viele selbst verbessert und es wird sich nach wie vor etwas bewegen und wir sollten es nicht an der Zahl der Zeltlager abzählen, wie erfolgreich es ist. Dankeschön. Nur ein letzter Satz zum Buch. Nochmal eine Empfehlung. Das Buch arbeitet mit dem Begriff der Entfremdung für den Idealen. Der ist früher mal häufiger benutzt worden. Der ist zwischenzeitlich sozusagen außer Konjunktur geraten. Das Buch legt damit eine Spur, der ich empfehle nachzugehen. Dazu muss man natürlich das Buch erstmal lesen. Weil es übrigens auch spannend und falls es ja, ich hätte auch eigentlich nur was ganz Kurzes. Ich hätte eigentlich auch nur was ganz Kurzes dazu zu sagen. Und zwar die Idee von Occupy und was da überhaupt so an Problemen unterwegs ist. Also ich handhabe das so, ich erzähle es jedem, der es hören will. Und jedem, der es nicht hören will, erzähle ich es mindestens zweimal. Und ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die das genauso handhaben. Und ich hoffe, dass die Occupyer, wir alle nie aufhören, die Finger dahin zu legen, wo es weh tut und weiterhin drin rumzuführen. Dankeschön. Gut, wir sind jetzt am Ende der Veranstaltung angekommen. Vielen Dank nochmal für das spannende und sehr lesenswerte Buch, welcher kommt. Vielen Dank an die Podiumsteilnehmer, an die Aktivisten und an den Transkriptverlag, an Herrn Volkmann und Frau Tönsing, die diese Veranstaltung organisiert haben. Schönen Nachmittag. Wer sich dafür interessiert, was wir morgen für Aktionen geplant haben, kann sich gerne hier einen Flyer nehmen. Passt auch super zur Diskussion, die wir geführt haben.